Da muss noch ein wesentlicher Einzelplan beraten werden, nämlich der für Arbeit und Soziales. Das ist ja mit Abstand der größte Einzelplan im Bundeshaushalt mit 161 Milliarden Euro. Das sind 32,5% des gesamten Haushaltes von 495 Milliarden Euro. Und zusammen mit diesem Einzelplan wird auch beschlossen werden, mutmaßlich, der gesetzliche Mindestlohn. Der soll auf 12 Euro erhöht werden. Ab 1. Oktober soll das dann der Fall sein. Das ist ja ein Projekt, mit dem die SPD in den Wahlkampf gegangen ist und das die Ampelkoalitionäre sich in den Koalitionsvertrag geschrieben hatten. Also der gesetzliche Mindestlohn, der zurzeit noch bei 9,82 Euro liegt, wie gesagt, der soll angehoben werden. Und es geht auch um die Ausweitung der Minijobgrenze übrigens in diesem Gesetzentwurf von derzeit 450 Euro auf 520 Euro. Also das alles steckt jetzt in dieser Debatte drin. Erste Rednerin wird jetzt sein Silke Launert für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Frau und Herr Müller möchten gerne für sich und ihre beiden Kinder ein Haus bauen. Ein Luxusgut, natürlich so ein kleines, gemütliches für die Familie, ein Zuhause, ein Stückchen Garten. Und wie die meisten Häuslebauer müssen sie dafür Kredit aufnehmen und gehen bis ans Limit. Ja, und dann leider während der Bauphase steigen die Preise für Baumaterialien rasant, die Kosten gehen nach oben. Ja, und was tun Frau und Herr Müller? Richtig, sie merken, wenn ich den Traum von unserem Eigenheim weiterhin haben will und realisieren will, muss ich an anderer Stelle mich einschränken. Das kann konkret bedeuten, ich muss auf den Sommerurlaub mit der Familie nach Italien verzichten. Ich kann also nicht mehr shoppen gehen, Restaurantbesuche fallen aus, viele kaufen nur noch im Supermarkt, reduziert Lebensmittel im Angebot. Das ist die Realität. Tja, und der ein oder andere wird vielleicht sogar auch mal bei den Geschenken sparen. Einschränkungen, die sind schmerzlich, aber nötig. Herr und Frau Müller erkennen einen einfachen Zusammenhang. Wenn ich mehr Schulden aufnehmen muss, wenn ich mehr Geld in die Hand nehmen muss als zunächst geplant, dann muss ich an anderer Stelle sparen. Eine einfache Rechnung müsste man meinen. Leider scheinen aber nicht alle diesen simplen Zusammenhang zu verstehen, zu erkennen oder erkennen zu wollen. Und das trifft auf die neue Bundesregierung zu. Insgesamt 300 Milliarden, 139 Schulden in dem Haushalt, 100 extra durch das Bundeswehr-Sondervermögen, 60 Milliarden vorher an der Schuldenbremse vorbeigemurkt, 300 Milliarden Schulden. Schulden, 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 das ist das, was bleibt von diesem ersten Jahr der Bundesregierung. Und ganz ehrlich, diese Versuche, irgendwo einzusparen, alles zu durchsuchen, kann man auf was verzichten, weil wir haben halt nun mal große Herausforderungen. Dieses ernsthafte Bemühen konnte ich leider überhaupt nicht feststellen. Über die FDP will ich gar nicht reden. Also das ist ja auch eine 180-Grad-Wende. Ich kann mich an die vielen Reden vom Herrn Lindner rhetorisch brillant hier erinnern, die denn jetzt gar nichts mehr damit zu tun haben, was jetzt hier der Fall ist. Aber auch die SPD mit Respekt gegenüber den Steuerzahlern, mit Respekt gegenüber der künftigen Generation hat es nichts zu tun. Und es ist schade, dass man sie da an die Verantwortung erinnern muss gegenüber 83 Millionen Menschen. Und denn man hat den Eindruck, die Risse in der Koalition werden gekittet, indem man sagt, du hast einen Wunsch, du hast einen Wunsch, du hast einen Wunsch, wir kommen nicht zusammen, jeder kriegt seinen Wunsch erfüllt. Das ist Konflikt beigelegt, Problem gelöst, Sache vom Tisch. Das ist die Kompromisslösung aller Ampel auf Kosten der Steuerzahler. Aber ganz ehrlich, die Menschen merken das. Die merken, dass das nicht so gut gehen kann. Und was ist die Folge? Vertrauen in die Regierung, Vertrauen in den Staat und in die Politik nimmt ab. Dabei ist dieses Vertrauen so wichtig für eine Gesellschaft, für den Zusammenhalt, erst recht in einer Demokratie. Von den ganz großen Herausforderungen der Inflation wieder mal Lösung aller Ampel. Jeder kriegt was, auch nur vorübergehend, auch nur einmalig. Auch Rentner nicht betroffen, will ich gar nicht näher eingehen. Das macht mein Kollege dann. Aber letztlich ist es eine Koalition
der zumindest in den Medien immer wieder auftauchenden schönen Menschen, schöne Worte, schöne Gesten, schöne Show. Aber diese fundamentale Situation, diese Herausforderung, die wir hier haben, braucht etwas anderes. Schade, dass Sie dieses nicht ernst nehmen. Eine Rede zum Haushalt hat immer das Risiko, dass zu viele Zahlen erwähnt werden und zu viele Einzelpositionen. Deshalb möchte ich mich auf wenige begrenzen. Die erste ist 450 Millionen. Das ist die Summe, die die Ampel investiert für einen Übergang zum Bürgergeld. Knapp 450 Millionen allein in diesem Jahr. Das heißt, in den Folgejahren reden wir von zig Milliarden, die benutzt werden, um abzukehren von dem Prinzip des Förderns und Forderns. Ein Weg, der ganz klar ist, den die Ampel hier beschreibt, weg vom Grundsatz, Leistung muss sich lohnen, Mitwirkung muss sich lohnen, hin zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist schade, denn das Prinzip des Fördern und Fordern hat uns in der Vergangenheit sehr geholfen. Es hat uns geholfen, die Langzeitarbeitslosigkeit zu überwinden. Und gerade in der jetzigen Situation, Sie kriegen doch überall keine Fachkräfte, oder ich rede nicht mal Fachkräfte, normale Arbeitskräfte mehr. Der Bäcker muss an Tagen schließen, weil er kein Verkaufspersonal hat. Restaurants, Cafés müssen schließen, weil sie keine Bedienungen mehr haben. Wir haben überall Fachkräftebedarf. Und wir signalisieren, macht nichts, keine Sanktionen, am besten bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist doch auch in der jetzigen Zeit das völlig falsche Signal. Meine Zeit rast. Ich hätte gerne noch was zu den 2,5 Milliarden, die zweite Zahl, gesagt, die natürlich auch überhaupt nicht ausreichend ist für die Flüchtlinge. Da wusste ich genau, der Lindner wollte unbedingt seine 139 Milliarden haben, damit man nicht sagen kann, er ist der Spitzenreiter. Die Leute merken, sind es trotzdem 300 Milliarden. Und zum Schluss ein Appell. Eigentlich an Herrn Lindner, der schon nicht mehr da ist, der weiß schon warum. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Frau und Herr Müller. Die wissen, man muss Prioritäten setzen, wenn die Kosten steigen. Die wissen, Steuergeld nicht mit der Gießkanne auszuverteilen. Sie übernehmen Verantwortung für die nächste Generation und übernehmen nicht Schulden, die ihre Kinder abzahlen müssen. Am Ende gilt doch, das, was dem Kleinen gilt, muss auch im Großen gelten. Silke Launert war das hier mit dem Auftakt zu den Beratungen, Einzelplan Arbeit und Soziales. Und üblicherweise sprechen die Berichterstatterinnen und Berichterstatter aus dem Haushaltsausschuss zu dem Einzelplan zu Beginn der Debatte und auch natürlich die zuständigen Minister, jetzt der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sicherheit und Frieden, das sind die zentralen Prioritäten der Bundesregierung in diesen schwierigen Zeiten. Das gilt, und das ist in dieser Woche in der Rede des Bundeskanzlers deutlich geworden, nach außen. Das muss aber auch im Innen gehen. Das gilt auch für die sozialen Aufgaben und Herausforderungen, vor denen unser Land steht. Und Frau Kollegin, viele Menschen machen sich im Moment sehr, sehr große Sorgen. Das ist vollkommen richtig. Wenn die Preise steigen, die Energiepreise steigen, nicht nur in der Zapfsäule, sondern auch vor der nächsten Heizrechnung. Viele Menschen machen sich Sorgen, wenn Lebensmittelpreise steigen, wenn ein Stück Butter mittlerweile fast 3 Euro kostet. Und Menschen mit Ihrem Einkommen, Frau Launert, und mit meinem, die finden das ärgerlich, aber die können das tragen. Diese Bundesregierung sorgt für konkrete Entlastung für Menschen mit normalem und mit geringem Einkommen. Und das ist unsere Priorität. Weil es gilt, in diesen schwierigen Zeiten unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Und ich will Ihnen sehr, sehr konkret sagen, was wir tun. Es ist der Dreiklang aus 3 Dingen, die jetzt notwendig sind, um in diesen schwierigen Zeiten diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Erstens, es geht um einen robusten Arbeitsmarkt und anständige Löhne. Und mit Blick auf die Zahlen dieser Woche können wir sagen, bei aller Schwierigkeit der Preisentwicklung, wir können sehr, sehr froh sein, dass wir nach 2 Jahren Corona-Krise und in dieser Kriegskrise, die auch unsere Wirtschaft belastet, einen sehr robusten Arbeitsmarkt in Deutschland haben. Wir haben am Dienstag die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg gehört.
Wir sind inzwischen bei der Arbeitslosenquote wieder vor der Corona-Krise. Wir sind bei 4,9%. Und das ist kein deutsches Wunder. Das ist das Ergebnis harter Arbeit. Und der Einsatz von Kurzarbeit hat maßgeblich dazu beigetragen. Das war und ist ein richtiger Kurs, meine Damen und Herren. Wenn wir aber darüber reden, wie wir in dieser Zeit die Gesellschaft zusammenzuhalten, dann hat das auch mit anständigen Löhnen zu tun, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es gut und richtig, dass wir mit diesem Haushalt heute endlich in zweiter und dritter Lesung die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro beschließen. Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Ampelkoalition dafür. Ich will Ihnen mal konkret sagen, was das bedeutet. Diese Erhöhung auf 12 Euro ab dem 1. Oktober, vorher wird der Mindestlohn übrigens auf 10,45 Euro schon zum 1. Juli angehoben. Das ist für viele Menschen, für 6 Millionen Menschen in Deutschland, vor allen Dingen übrigens für viele Frauen und für viele Beschäftigte in Ostdeutschland, möglicherweise der größte Lohnsprung in ihrem Leben von 22%. Wer bisher Vollzeit auf Basis des Mindestlohns brutto 1.700 Euro im Monat verdient, der kriegt zukünftig 2.100 Euro. Das ist immer auch noch nicht die Welt. Aber es ist spürbar im Portemonnaie eine Verbesserung, die in dieser Zeit für Menschen wirksam wird. Und das ist was anderes als Ihr Gerede, Frau Laumann. Ich war im Februar in Bäumerstedt in Sachsen-Anhalt in einer Bäckerei und habe mit einer Bäckereiverkäuferin darüber gesprochen, die davon profitieren wird. Und die sagt, ja, das ist etwas, was in diesen Zeiten mir das Leben ein Stück leichter macht, dass ich über die Runden komme. Aber es ist vor allen Dingen eine Frage des Respekts vor meiner Arbeit, vor dem, was ich und meine Kolleginnen hier leisten. Ich war gestern in der Reinhardtstraße gegenüber übrigens Lukas Köhler, der Parteizentrale der FDP. Da gibt es einen Friseursalon. Ich habe mit der Friseurmeisterin gesprochen, Frau Speer, die in diesem Friseursalon mit einer Kollegin und einer Auszubildenden arbeitet. Ich habe sie gefragt, Mensch, ich höre jetzt immer von Arbeitgeberverbänden, das ist so ein Druck auf die Wirtschaft, dass wir jetzt auf 12 Euro gehen. Und die sagt, ja, das ist eine Aufgabe für mich. Aber ich will, dass meine Beschäftigten anständig bezahlt werden. Ich will fairen Wettbewerb. Ich will nicht, dass Menschen, die mit harter Arbeit, mit dem Friseurhandwerk, was ein ordentlicher Ausbildungsberuf ist, abgespeist werden mit Löhnen, mit denen sie nicht über die Runden kommen. Die Frau ist für den Mindestlohn von 12 Euro. Wir wissen aber auch als Bundesregierung, meine Damen und Herren, dass der Mindestlohn, der jetzt auf 12 Euro steigt, immer nur eine absolute Lohnuntergrenze ist. Das Ziel der Bundesregierung ist nicht, dass alle 12 Euro bekommen, aber dass das die absolute Untergrenze ist. Wir wollen auch wieder mehr Tariflöhne in Deutschland. Und deshalb werden wir dafür sorgen. Und deshalb werden wir dafür sorgen, dass Aufträge des Bundes zukünftig nur an Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen, meine Damen und Herren. Das ist klar verankert im Koalitionsvertrag. Wir werden das durchsetzen. Und jetzt will ich mal was zur CDU-CSU sagen. Ich finde, ist es Ihnen ja nicht vorzuwerfen, dass Sie eigentlich mal gegen den Mindestlohn, gegen die Einführung 2015 waren und dass meine Partei, die SPD, das damals mit Andrea Nahles gegen Sie durchsetzen musste. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist Geschichte. Ich habe dann ganz eins erlebt, nein, bleiben Sie sich doch mal treu, im Bundestagswahlkampf waren Sie gegen den Mindestlohn von 12 Euro, wir waren dafür. Und Olaf Scholz als Bundeskanzler hat klar gesagt, wenn wir die SPD wählen, wenn er Bundeskanzler wird, wird der Mindestlohn auf 12 Euro steigen. Die Menschen in Deutschland wissen, ohne einen Bundeskanzler Olaf Scholz wäre der Mindestlohn jetzt nicht bei 12 Euro im Oktober nächsten Jahres. Nicht mit Ihnen, mit uns wird das passieren. Weil wir, und das ist vielleicht ein Unterschied, Frau Launert, weil Sie über Vertrauen gesprochen haben, das, was wir vor der Wahl sagen, auch machen. Und jetzt will ich mir angucken, was Sie vor der NRW-Wahl gemacht haben. Vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl hat Herr Wüst und Herr Laumann und Herr Merz in einer Kölner Erklärung gesagt, sie seien jetzt auch für 12 Euro. Und dann ist diskutiert worden in der CDU, ob man zustimmt. Und hat Herr Laumann gesagt, man würde zustimmen. Dann haben Sie Montag eine Fraktionssitzung gehabt. Und das Ergebnis ist, dass Sie sich heute heldenhaft enthalten. Ich kann Ihnen sagen, das ist peinlich an dieser Stelle. Wenn es um Menschen geht, die ein kleines Einkommen haben, die hart arbeiten, dann ist Enthaltung keine Haltung. Das ist peinlich, was die CDU hier liefert, meine Damen und Herren. Das ist wirklich peinlich.
Man kann ja eine Meinung vertreten, aber sich wegzuducken in einer Zeit, in der Menschen darauf angewiesen sind, über die Runden zu kommen, ist das keine Haltung. Es geht um eine anständige Bezahlung in Deutschland, es geht um einen stabilen Arbeitsmarkt. Es geht aber auch um was Zweites, um gezielte Maßnahmen, die wir diesen Sommer auf den Weg gebracht haben. Und, meine Damen und Herren, es geht auch um einen starken Sozialstaat, der sich tatsächlich nicht nur darum bemüht, sozialen Ausgleich zu organisieren, sondern auch Lebensleistung zu honorieren. Wir werden heute Nachmittag mit dem Rentenpaket 1 Gott sei Dank dafür sorgen, dass es die größte Rentenerhöhung seit 30 Jahren gibt, mit 6,1% in Ostdeutschland und 5,3% im Westen. Das ist, sage ich Ihnen, in diesen Zeiten auch ein wichtiges Signal. Ich will Ihnen mal sagen, dass Sie nicht wissen, wie das Rentensystem funktioniert. Da kann ich Ihnen auch nicht helfen, aber Sie könnten sich das ja mal näher angucken. Ich will Ihnen deutlich sagen an dieser Stelle, das haben die Menschen sich auch verdient, weil die Renten der Lohnentwicklung und dem Arbeitsmarkt aus dem vergangenen Jahr folgen, der Arbeitsmarkt Gott sei Dank stabil geblieben ist. Wir müssen und werden den Sozialstaat aber auch weiterentwickeln, meine Damen und Herren. Mit der Einführung des Bürgergeldes beispielsweise zum 1.1. Mit einem Rentenpaket, was dafür sorgt, dass die Renten auch langfristig für alle Generationen stabil sind, dass die Menschen sich auf die Rente verlassen können, und zwar alle Generationen. Und deshalb werden wir das Rentenniveau stabilisieren. Der Bundeskanzler, meine Damen und Herren, hat in seiner Rede in dieser Woche angesichts der aktuellen Lage zu einer konzertierten Aktion eingeladen. Gewerkschaften, Arbeitgeber und den Staat. Und alle werden ihren Beitrag leisten müssen, um in dieser schwierigen Zeit des Preisdrucks mitzuhelfen, dass diese Gesellschaft sozial zusammenhält. Da geht es um Löhne, da geht es um Entlastung und es geht auch darum, dass der Sozialstaat funktioniert. Dafür steht diese Bundesregierung. Das ist unsere Haltung. Und ich bin den Koalitionsfraktionen dankbar, nicht nur, dass wir mit diesem Haushalt dafür sorgen, dass der Sozialstaat gut funktionieren kann und gut ausgestattet ist, sondern dass wir bei aller Notwendigkeit, Krise zu managen, auch in diesen Zeiten nicht aus dem Blick zu verlieren. Es geht nicht nur um sozialen Ausgleich. Uns als Koalition geht es auch um sozialen Fortschritt für Deutschland. Herzlichen Dank. Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. Heute hat er einiges hier aus seinem Hause, nicht nur den Einzelplan, den das Parlament für sein Ressort beschließt, den größten des Haushaltes, sondern auch der Mindestlohn, der auf 12 Euro steigen soll, dann ab Oktober. Das wird heute hier direkt nach der Debatte übrigens auch abgestimmt. Sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger. Es ist noch gar nicht so lange her, da standen wir hier und debattierten in der ersten Lesung über den Bundeshaushalt, in diesem Fall über den Etat für Arbeit und Soziales. Und jedem war klar, das, was die Bundesregierung dafür vorgesehen hatte, das reicht hinten und vorne nicht aus. Die Inflation lag bereits bei über 7%. Putin hatte die Ukraine überfallen und Deutschland stand am Beginn einer schweren Rezession. Statt die Sozialausgaben zusammenzustreichen, hätte man also vorsorgen müssen. Doch wie Sie wissen, war das Gegenteil der Fall. Die Regierung rechnete sich die Welt schön. Mit weniger Arbeitslosen, mit weniger Kurzarbeit und von den Kosten für die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge war auch noch nicht die Rede. Dafür aber von einem Ergänzungshaushalt, der all das beinhalten sollte, was irgendwie mit Ukraine zu tun hat und der nun vorliegt. Nachdem man die Sozialausgaben also vorher um knapp 5 Milliarden gekürzt hatte, werden nun 2,5 Milliarden wieder eingestellt. Nur wofür? Das weiß keiner, denn das steht da nicht drin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist keine seriöse Haushaltspolitik. Ja, es ist richtig, wir leben in schwierigen Zeiten. Richtig ist aber auch, das Wenigste davon hat mit Putin oder Corona zu tun. Wir haben in Deutschland seit vielen Jahren einen ungebremsten und ungeheuerlichen Wohlstandsverlust. Das ist die Folge einer desaströsen Politik zum Schaden unserer Wirtschaft und zulasten unserer Bürger. Das ist der Grund, weshalb immer mehr unserer Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben, von Grundsicherung leben. Das ist der Grund, weshalb viele Menschen ihre Stromrechnung nicht mehr zahlen können. Und das ist der Grund, weshalb den Arbeitnehmern, auch den Normalverdienern, am Monatsende so wenig übrig bleibt. All diese Menschen fragen sich zu Recht, was macht die Regierung eigentlich mit dem ganzen Geld? Und da sind wir wieder beim Thema Haushalt. Ich muss sagen, ich war doch erstaunt, als die Kollegin Raffelhüschen in der letzten Debatte ausführte, ich zitiere, glücklicherweise verfügen wir über die höchste Steuerquote am Bruttoinlandsprodukt in unserer Geschichte. Mehr Geld wurde den Menschen hierzulande noch nie über Steuern und Beiträge entzogen. Das, liebe FDP, wäre letztes Jahr zur selben Zeit kein Grund zur Freude gewesen. So schnell kann man seine Meinung ändern.
Denn das Abwracken der deutschen Wirtschaft durch die Energie- und sonst was Wende, das kostet nicht nur Arbeitsplätze, Wohlstand und Infrastruktur, auch eine Menge Geld. Geld, das wir nicht haben, und Geld, an das wir nur herankommen, wenn wir Schulden plötzlich als Sondervermögen bezeichnen. Warum erzähle ich das? Weil klar ist, was ich an einer Stelle verschwende, muss ich an anderer Stelle einsparen. Und das tut die Regierung, nämlich bei den Ausgaben für Arbeit und Soziales. Und nein, es ist für die Bürger kein Trost, hier und dort Almosen aus sogenannten Entlastungspaketen zu erhalten. Wir reden hier über Einmalzahlungen für Empfänger von Grundsicherung, die bei weitem nicht ausreichen, um die Folgen der Inflation abzumildern. Und die Rentner bekommen noch nicht einmal das. Das heißt, sie fahren auf Sicht und auch das noch in die falsche Richtung. Eine solche Politik entmündigt die Menschen. Unsere Bürger brauchen kein 9-Euro-Ticket für 3 Monate, sondern ausreichende Renten und Einkommen, um ihr Leben selbst zu gestalten. Lassen Sie mich als rentenpolitische Sprecherin unserer Fraktion nun auf die Punkte eingehen, die in erster Linie das Rentensystem betreffen. Auch da sieht es düster aus. Das Desinteresse der Ampel an der Rente, das heißt der Altersversorgung allgemein, zeigt sich ja nicht nur an der Leerstelle im Koalitionsvertrag. Selbst das Wenige, auf das man sich einigen konnte, wird im Haushalt nicht sachgerecht abgebildet. Es gibt bis heute keinen ausgewiesenen Titel für das Projekt Grundrente. Das war doch einst das Prestigeprojekt der SPD. Es gibt bis heute keine Übersicht über die versicherungsfremden Leistungen. Gut, das hat System. Vielleicht möchte man das auch gar nicht so genau wissen. Aber die Höhe kann ich Ihnen sagen, rund 37 Milliarden Euro pro Jahr. Und was es auch nicht gibt, die gesetzlich zugesagten 500 Millionen Euro pro Jahr als Stabilitätszuschuss für die gesetzliche Rentenversicherung, insgesamt 2 Milliarden Euro. Einfach mal so gestrichen. Die Rentenversicherung hatte bis zum Gesetzentwurf den 500-Millionen-Euro-Zuschuss in ihrer Finanzplanung mit Blick auf die Liquidität als sicheren Zuschuss eingestellt. Dieses Geld wird fehlen. Ja, es fehlt jetzt schon. Die Bundesbank hat gerade davor gewarnt, dass die Rentenversicherung im laufenden Jahr ein Defizit von 2,5 Milliarden Euro einfahren wird. Das heißt, wir laufen mit Ansage in ein finanzielles Desaster. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht der sorgsame Umgang mit dem Geld der Bürger, den ich mir erwarte. Dieser Haushalt ist handwerklich schlecht gemacht, inhaltlich falsch und angesichts der kommenden Herausforderungen nicht ausreichend. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Andreas Audretsch. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich fange diese Rede heute an mit einer Zahl. Nicht mit einer Zahl aus den Haushaltsberatungen, sondern mit einer Zahl, die gerade in Deutschland Millionen von Menschen Sorge bereitet. 7,9%. In dieser Höhe lag im Mai die Inflation Tendenz steigend. Die Energiepreise und damit auch die Lebensmittelpreise steigen für viele Menschen, gerade für Menschen in den Grundsicherungen, gerade für Menschen mit kleinen Einkommen, in eine Höhe, die kaum noch ein erträgliches Maß hat. Darum ist es so wichtig, dass wir als Koalition die Entlastungspakete beschlossen haben, und es ist so wichtig, dass wir als Koalition die Entlastungspakete im Ergänzungshaushalt auch finanziert haben. Das kostet Millionen von Euro, das kostet Milliarden von Euro. Das ist richtig, um konkret zu sein, weit über 30 Milliarden sind das. Und das ist gut angelegtes Geld, weil der soziale Frieden gerade in einer so schwierigen Situation die Voraussetzung dafür ist, dass wir tatsächlich auch alles andere in dieser Gesellschaft schaffen, was notwendig ist. Und dabei ist eines klar, die bisherige Entlastung ist notwendig und die ist gut. Aber wir müssen bereit sein, auch künftig zu handeln. Der Krieg in der Ukraine, der wird unerbitterlich weitergeführt. Und wir erleben derzeit schon, dass der Diktator Wladimir Putin bereit ist, Lebensmittelpreise, dass er bereit ist, Energiepreise zur Waffe zu machen. Wir müssen damit rechnen, dass im Herbst es einen dramatischen Anstieg der Gaspreise gibt, einen dramatischen Anstieg der Heizkosten gibt und in der Folge auch der Lebensmittelpreise. Das wird zu tiefgreifenden Fragen führen. Das wird zu tiefgreifenden Fragen der Verteilungsgerechtigkeit führen. Die Vorstellung, dass Familien,
dass ältere Menschen dann im Herbst, im Winter in der Kälte sitzen, weil sie es sich nicht mehr leisten können zu heizen, ist für mich inakzeptabel und muss für diese Gesellschaft inakzeptabel sein. Deswegen müssen wir bereit sein, auch im Herbst das nötige Geld in die Hand zu nehmen, um dann denen, die es brauchen, den sozialen Frieden in dieser Gesellschaft zu sichern. Wir beschließen heute neben dem Haushalt auch den Mindestlohn. Und das ist eine Gehaltserhöhung auf 12 Euro die Stunde für deutlich über 6 Millionen Menschen in diesem Land. Das ist ein riesiger Schritt, mit dem wir deutlich machen, Menschen, die in diesem Land Vollzeit arbeiten, dürfen am Ende des Monats nicht von Armut bedroht sein. Das ist inakzeptabel und das gehen wir mit diesem Mindestlohn an. Und wer etwas genauer hinschaut, der erkennt, wer vor allem profitiert. Und auch da lohnt ein Blick. Es sind Frauen, die vor allem profitieren. Und es sind Menschen in Ostdeutschland, die profitieren, weil die diejenigen waren, die bislang von prekärer Arbeit besonders betroffen sind. Und es kommt eine Sache hinzu, die oft vernachlässigt wird. Die Erhöhung des Mindestlohns ist auch ein Wirtschaftsprogramm, ist ein wirtschaftlicher Motor. Wir erhöhen Kaufkraft damit. Menschen gehen los, Menschen haben finanzielle Möglichkeiten. Menschen gehen in die Innenstädte, in die Cafés, in die Kinos. Sie kaufen ein. Und gerade nach einer Zeit, 2 Jahre, in denen wir gesehen haben, wie sehr die Innenstädte gelitten haben unter Corona, ist das das Wirtschaftsprogramm, was gerade die kleinen Läden, die kleinen Geschäfte in den Innenstädten jetzt so dringend brauchen. 12 Euro Mindestlohn ist bitter nötig angesichts der Preisentwicklung, ist ein Wirtschaftsprogramm, von dem wir alle profitieren, und es ist nicht zuletzt schlicht und ergreifend eine Frage von Respekt, von Würde, von Anstand in unserer gemeinsamen Gesellschaft. Unterstützung, Chancen und ein würdevoller Umgang, den haben auch hunderttausende Menschen verdient, die jetzt angesichts des Krieges zu uns kommen. Und auch Ihnen garantieren wir genau das mit dem Haushalt. Es ist richtig, dass wir den Menschen aus der Ukraine Zugang zu den Sozialsystemen, zum Arbeitsmarkt geben. Und das Gute ist, wir müssen uns nicht entscheiden. Die Frage, ob wir diesen Menschen helfen, ob wir da Unterstützung leisten oder Menschen, die schon sehr lange bei uns in der Gesellschaft hier in Deutschland leben, diese Frage stellt sich nicht. Wir tun beides mit diesem Haushalt. Das Gute ist, dass wir gleichzeitig sagen, zu der Öffnung des Arbeitsmarktes für Menschen, die aus der Ukraine kommen, dass wir den sozialen Arbeitsmarkt für Menschen, die hier viele, viele Jahre langzeitarbeitslos sind, sichern und dass wir ihn stärken. Das ist ein großartiges Instrument. Wir entfristen dieses Instrument. Fast alle Jobcenter in Deutschland nutzen es. Und mit diesem Haushalt geben wir weiteren Spielraum. Künftig sind 200 Millionen Euro zusätzlich. Das haben wir hier im Bundestag gemeinsam erreicht. 200 Millionen Euro zusätzlich an finanziellem Spielraum da, um Menschen den Weg aus der Langzeitarbeitslosigkeit aufzuzeigen. Und genau das ist die Politik, Gruppen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern zu sagen, wir bieten Chancen für diejenigen, die hierher kommen. Da haben wir eine Verantwortung und gleichzeitig kümmern wir uns um die, die hier seit vielen Jahren langzeitarbeitslos sind und bieten all diesen Menschen Zukunftsperspektiven. Und genau dieser Gedanke trägt uns auch, wenn wir die großen Transformationen angehen, die vor uns liegen. Und die großen Umstellungen, die damit in Verbindung stehen, die haben gerade erst begonnen. Wo heute noch mit Kohle, mit Öl, mit Gas gewirtschaftet wird, werden wir schon sehr bald sehen, dass nur noch nachhaltige Treibstoffe zum Einsatz kommen. Wo heute fossile Energieträger noch der zentrale Bestandteil industrieller Produktion sind, werden wir schon bald sehen, dass genau diese fossilen Energieträger nicht mehr Teil der Produktion sind. Das sind riesige Umstellungen. Ich kenne das von vielen Zuliefererbetrieben in ganz Deutschland, die zum Teil ihre Produktionsprozesse grundsätzlich umbauen müssen. Und an der Stelle bietet der Koalitionsvertrag alles, was notwendig ist und was wir brauchen, um Zukunft zu schaffen. Dazu gehört auch, dass wir die Bundesagentur für Arbeit zu einer Transformationsagentur machen, die reingeht, die weiß, was vor Ort los ist, die weiß, wo Jobs schwierig werden, wo neue Jobs entstehen, was wir machen müssen an Weiterbildung von Menschen, dass die nicht stecken bleiben auf dem Weg, sondern dass die vom einen Job in den nächsten kommen. Und wir haben diese Krisensituation im Blick. Wir haben intensiv darüber diskutiert, wie wir die Bundesagentur für Arbeit stabil halten und für die Zukunft ausstatten können.
Und genau das ist eine Perspektive, die wir auch mit Blick auf den Haushalt 2023 wieder einnehmen. Wir haben die Bundesagentur für Arbeit im Blick und wir werden dafür sorgen, dass sie gut ausgestattet genau diese Arbeit in Zukunft tun kann. Die Entlastung von Menschen in einer Krisensituation und auf der anderen Seite das Öffnen von neuen Chancen, egal ob es Geflüchtete sind, egal ob es Menschen in der Langzeitarbeitslosigkeit sind oder ob es Menschen sind, die in der großen Transformation, die wir jetzt anstehen haben, neue Chancen suchen, all das sind Seiten der gleichen Medaille. Und all das, das zeigen wir heute mit diesem Haushalt, haben wir als Ampel im Blick und werden auch in den nächsten Jahren genau das angehen. Dankeschön. Sagt Andreas Odretsch. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist er der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, aber in dem Zusammenhang mit dem Einzelplan vielleicht wichtiger Berichterstatter im Haushaltsausschuss für den Einzelplan, ebenso wie die nächste Rednerin für die Linke, Gesine Lütsch. Die Preisexplosion bei Energie, Lebensmitteln, Mieten bedroht viele Menschen existenziell. Gleichzeitig frisst die Inflation die Löhne und Gehälter auf, und da müssen wir wirksam gegensteuern, meine Damen und Herren. Wir als Linke werden heute der Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro zustimmen, aber wir wissen alle, es ist nicht ausreichend, die nächsten Schritte müssen folgen. Eigentlich müssten es jetzt schon 13 Euro sein, meine Damen und Herren. Der Kanzler will nun eine konzertierte Aktion von Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammenrufen, um die Lohnpreisspirale zu verhindern. Ich glaube aber, wir hier im Bundestag könnten doch sofort Maßnahmen beschließen. Es wäre doch möglich, einen bundesweiten Mietendeckel zu beschließen, hier, heute und sofort. Das wäre eine wirksame Entlastung, meine Damen und Herren. Und wir brauchen ein weiteres Entlastungspaket, das diesen Namen auch verdient. Herr Minister Heil, Sie sind für die Renten zuständig. Alleinlebende mit niedriger Rente hat die Inflation schon jetzt mehr gekostet, als sie je an Entlastung bekommen werden. Und wie kann es sein, frage ich Sie, dass die Rentnerinnen und Rentner bei der Energiekostenpauschale leer ausgehen, Sie aber als Minister diese 300 Euro bekommen? Finden Sie das gerecht? Wir nicht. Und ich frage Sie, wo ist der Preisdeckel für Energie und Benzin, wie wir ihn in Spanien und Portugal sehen? Das muss hier auch endlich beschlossen werden. Herr Minister Heil, Sie haben ein Klimageld gefordert. Eine richtige Forderung, die wir unterstützen, aber die leider von Finanzminister Lindner sofort wieder abgeräumt wurde. Und Sie haben natürlich in Ihrem Ministerium auch genügend offene Baustellen. Sie haben nichts gesagt zum Bürgergeld. Wann kommt das endlich? Sie haben nichts gesagt zur Kindergrundsicherung. Wann kommt die? Hier besteht Handlungsbedarf, meine Damen und Herren. Und wenn sich die SPD bei diesen die FDP, und da müssen Sie gegensteuern, Herr Heil, bei diesen Modellen durchsetzen will, dann werden die Menschen noch weniger Geld in der Tasche haben als jetzt, und das darf nicht geschehen. Meine Damen und Herren, schon jetzt ist für viele die Situation unerträglich. Der Hartz-IV-Satz wurde um ganze 3 Euro angehoben. Und für Stromkosten bekommen Hartz-IV-Betroffene, und das sind nicht nur Arbeitslose, das sind auch Menschen, die mit einem geringen Lohn abgespeist werden. Diese Menschen bekommen eine Pauschale von 36 Euro pro Monat. Aber derzeit zahlt man schon fast das Doppelte, will man einen Neuvertrag beim günstigsten Anbieter abschließen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert, die Regelsätze deutlich anzuheben auf 678 Euro pro Monat. Diese Forderung unterstützen wir. Das ist eine Forderung der sozialen Gerechtigkeit. Es ist eine Forderung der Chancengleichheit. Und darum müssen Sie hier endlich entschlossen handeln. Vielen Dank. Gesine Lütsch war das für die Linke. Ja, das Bürgergeld, ein Vorhaben der Großen Koalition, das ja Hartz IV ersetzen soll. Und wenn ich dem Minister vorhin richtig zugehört habe, hat er das Bürgergeld für den 1.1. nächstes Jahr gekündigt. Allerdings, es gibt noch keine konkreten Finanzierungsvorschläge und das Ganze muss ja auch noch umgesetzt werden und erstmal sowieso in der Ampel beraten werden und dann im Parlament. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch mal schnell zu Frau Schiekel-Ziesig. Wo sitzt sie? Dass ich gesagt habe, dass wir noch nie so viel Steuern gezahlt haben, war natürlich ironisch gemeint. Ne? Aber ich musste als Neuling auch erst lernen, dass Politik und Ironie nicht gut zusammenpassen. So viel dazu. So, kommen wir zum Einzelplan 11. Mit diesem Einzelplan 11, dem Etat des Arbeits- und Sozialministeriums, beraten wir heute abschließend einen der Zukunftsetats im gesamten Bundeshaushalt.
Zukunftsetat deshalb, weil wir in den kommenden Jahren große Reformen bevorstehen haben und wir etwa mit der Einführung des Bürgergeldes und auch mit notwendigen Rentenreformen wie der kapitalgedeckten Rente weniger Bürokratie und mehr Generationengerechtigkeit schaffen werden und auch schaffen müssen. In den letzten Wochen konnten wir am Etat des Arbeits- und Sozialministeriums noch einige wichtige Nachbesserungen vornehmen, die der aktuellen Lage Rechnung tragen. Insbesondere die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler haben unter der Corona-Pandemie schwer gelitten. Die negativen Auswirkungen auf die Künstlersozialkasse konnten durch einen Entlastungszuschuss des Bundes in Höhe von gut 84,5 Millionen Euro, der zusätzlich zum regulären Bundeszuschuss gewährt wurde, aufgefangen werden. Ohne einen weiteren Zuschuss würde der Abgabesatz für das Jahr 2023 sprunghaft und deutlich ansteigen und für die Versicherten erneut eine hohe finanzielle Belastung bedeuten. Daher haben wir auf besonderem Wunsch meiner Fraktion einen sogenannten Stabilisierungszuschuss in Höhe von gut 59 Millionen Euro eingeführt, der den Abgabesatz im kommenden Jahr einbremst. Ein wichtiger Schritt für die Versicherten, den nur die Union, die sich bei der Einbringung am Dienstag ja noch über zu wenig gezielte Entlastung beschwert hatte, im Ausschuss abgelehnt hat. Als liberale Politikerin war es mir dabei ein besonderes Anliegen, dass die Mehrausgaben zumindest teilweise über den Einzelplan des BMS gegenfinanziert werden konnten. Ich bin froh, dass sich unsere Ampelkoalition hier auf ein einheitliches Vorgehen einigen konnte und wir uns das Ziel gesetzt haben, möglichst alle zusätzlichen Vorhaben kostenneutral umzuschichten. So kommt das Geld auch da an, wo es wirklich gebraucht wird, und das verstehe ich unter solidem Wirtschaften. Auch der Ukraine-Krieg hat große Auswirkungen auf den Arbeits- und Sozialetat, weshalb der Ergänzungshaushalt Ausgabemittel zur Verstärkung von Maßnahmen in Höhe von gut 2,4 Milliarden Euro vorsieht. 2 Milliarden Euro hiervon werden benötigt, um den Rechtskreiswechsel der Geflüchteten in das zweite Sozialgesetzbuch durchzuführen. Damit entfallen die Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und es greifen die Grundsicherungsleistungen des SGB II. Zuständig sind also in Zukunft die Jobcenter, denen wir höhere finanzielle Spielräume damit einräumen. Es ist besonders wichtig, dass wir den Geflüchteten einen schnellen Zugang in den Arbeitsmarkt ermöglichen, denn Deutschland ist auf Zuwanderung angewiesen. Unsere Kinder werden es uns spätestens beim Renteneintritt danken. Deshalb haben wir über den Ergänzungshaushalt auch weitere 105 Millionen Euro für die berufsbezogene Deutschsprachförderung und durch das BAMF zur Verfügung gestellt. Damit stehen nunmehr 450 Millionen Euro zur Verfügung, die dringend benötigt werden, um die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine rasch in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Weniger glücklich war ich allerdings mit der Tatsache, dass die mit 10 Milliarden Euro vorgeschlagene kapitalgedeckte Altersvorsorge, also die sogenannte Aktienrente, aus formalen Gründen noch nicht im Bundeshaushalt 2022 berücksichtigt werden konnte. Ja, gut Ding will Weile haben. Ne? In den vergangenen Monaten haben wir viel über zweifelsohne notwendige Rüstungsausgaben debattiert. Auch über höhere Ausgaben in der Entwicklungszusammenarbeit wurde gesprochen. Die Debatte rund um unser Rentensystem kam mir dabei allerdings viel zu kurz. Wenn wir verhindern wollen, dass wir nicht schon in 2 Jahren die Summe der Beitragssätze von 40% knacken wollen, dann ist es allerhöchste Zeit, dass wir unsere Rente wieder zukunftsfest machen. Dafür schlägt mein liberales Herz. Es ist nicht weniger als eine Frage der Gerechtigkeit unseren Kindern und Enkelkindern gegenüber. Klar ist für uns Liberale aber auch, dass unser Ziel, ab 2023 die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse wieder einzuhalten, höchste Priorität hat. Wir müssen ehrlich mit uns sein. Die kommenden Haushaltsberatungen werden dadurch nicht leichter. Es ist aber unsere Pflicht, als Hüter des Geldes exorbitante Schuldenexplosionen zu vermeiden. Gerade in der aktuellen Situation, in der besonders Arbeitnehmer vor großen finanziellen Belastungen stehen, ist keine Zeit für ideologische Debatten über mögliche Steuererhöhungen oder eine höhere Staatsverschuldung. Ganz im Gegenteil.
Deshalb widerstrebt mir auch ganz besonders das verschwenderische Verhalten der Linken besonders. Über 50 Milliarden Euro zusätzliche Wünsche allein im Einzelplan 11 und größtenteils nicht gegenfinanziert. Das ist für mich eine absolut unseriöse Oppositionsarbeit und zeigt den maßlosen Umgang mit unseren Steuergeldern. So viel zur Unglaubwürdigkeit. Die FDP hat in den letzten Wochen maßgeblich dazu beigetragen, dass wir gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern einen ausgewogenen Bundeshaushalt aufstellen konnten. Lassen Sie uns nun auch gemeinsam zur Schuldenbremse zurückfinden, um unseren Staatshaushalt wieder zukunftsfest und generationengerecht zu machen. Denn, und das will ich abschließend erwähnen, wir haben der Schuldenbremse zu verdanken, dass wir in den Krisen der vergangenen Jahre überhaupt so viele Entlastungsmittel zur Verfügung hatten. Vielen Dank. Claudia Raffelhüschen war das für die FDP-Fraktion. Ja, und Sie haben zwischendurch gesehen, hier schön eingefangen von der Bildregie, dass Olaf Scholz hier zusammensteht mit dem Bundesarbeitsminister. Und jetzt hören wir mal Bärbel Baas. Martin Reichert haben fristgerecht Einspruch gegen die in der letzten Sitzung erteilten Ordnungsrufe eingelegt. Vizepräsidentin Göring-Eckardt hat beiden Einsprüchen nicht abgeholfen. Die Einsprüche werden als Unterrichtung verteilt. Gemäß § 39 der Geschäftsordnung sind die Einsprüche auf die heutige Tagesordnung zu setzen. Der Bundestag hat über die Einsprüche ohne Aussprache zu entscheiden. Die Entscheidungen über die Einsprüche werden als Zusatzpunkte 5 und 6 auf die Tagesordnungspunkte römisch 3 bis, das ist circa 12 Uhr, aufgerufen. Und jetzt rufe ich für die CDU-CSU. Da ging es gestern, das war ein Nachtrag von gestern. Gestern gab es von der Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt eine ausgesprochene Rüge an die AfD-Abgeordneten, die Bärbel Baas gerade genannt hat. Und ja, da gibt es Einspruch. Und wie gesagt, das wird heute noch das parlamentarische Verfahren noch mal beschäftigen um die Mittagszeit. Aber wir hören erst mal weiter hier. Hermann Gröhe jetzt zum Einzelplan, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union. Seit Beginn der Corona-Pandemie einen einmaligen Stresstest zu bestehen. Und wenn wir uns die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ansehen, dann hat dieser Sozialstaat diesen Stresstest bisher gut bestanden. Und darauf können wir gemeinsam stolz sein. Dazu hat maßgeblich beigetragen das Instrument des Kurzarbeitergeldes, das schnell geholfen hat, das gut geholfen hat. Ein teures Instrument, aber billiger als Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Und gerade weil wir auch der BA Dankschulden, in welcher Weise tausende Mitarbeiter in die Administration von Kurzarbeit neu einsteigen mussten, wäre es angemessen gewesen, Ihnen nicht nur zu danken, sondern den Fehlbetrag im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit durch einen Zuschuss auszugleichen und nicht ein Darlehen gnädig zu gewähren. Es ist schade, dass sich der Bundesarbeitsminister da nicht durchgesetzt hat gegen den Finanzminister. Und es ist noch bedauerlicher, dass die Ampel hier unserem Antrag im Haushaltsausschuss nicht gefolgt ist. Meine Damen, meine Herren, wir sind in einer Situation, in der der Arbeitsmarkt sich als robust erweist, in der wir übrigens auch zu Recht im Sommer die Regelung des Kurzarbeitergeld auf die Normalsituation vor der Krise wieder einstellen können. Es ist aber vor allen Dingen auch eine Chance, auch Langzeitarbeitslosen, auch Menschen mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen zur Teilhabe durch Arbeit zu verhelfen. Das ist es, was zuallererst Langzeitarbeitslose wünschen, wo wir Wichtiges mit dem sozialen Arbeitsmarkt auf den Weg gebracht haben. Diesen Weg gilt es konsequent fortzusetzen. Falsch ist es, vor der kleinen Gruppe hartnäckiger Mitwirkungsverweigerer zu kapitulieren. Und deswegen ist die Aussetzung von Sanktionen ein völlig falsches Signal. Und ich betone das auch, weil Sie ja damit einen Vorgriff nehmen wollen auf das sogenannte Bürgergeld. Und da ist schon interessant, wenn Sie in Ihrem Koalitionsvertrag davon sprechen, dass Bürgergeld solle der Würde des Einzelnen und der Einzelnen gerecht werden. Ja, das ist entweder eine Selbstverständlichkeit, und dann muss es übrigens nicht soll, sondern muss heißen,
Oder Sie machen sich eben doch die Lesart zu eigen, wonach in unseren Jobcentern die Würde der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger gleichsam systematisch missachtet wird. Wir weisen diesen Vorwurf gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Jobcentern entschieden zurück. So wie Langzeitarbeitslose keinen Generalverdacht verdient haben, so schulden Sie auch Respekt denen, die mit ihrer täglichen Arbeit diesen Sozialstaat umsetzen. Und Sie schulden übrigens auch denen Respekt, die mit täglicher Arbeit pünktlich erschienen durch Beiträge und Steuern den Sozialstaat erst ermöglichen und die übrigens auch sanktioniert werden, wenn sie einfach nicht kämen. Insofern müssen Sie schon die Frage sich stellen, wem Sie Respekt zollen. Klar ist, die Zahlen auf dem Arbeitsmarkt sind gut, die Zahlen auf den Preisschildern sind dramatisch. Und was auf den Zapfsäulen und in den Supermarktregalen steht, erschüttert vor allem die Menschen mit kleinen Einkommen. Aber auch mittlere Einkommen sehen mit Entsetzen, wie Ersparnisse fürs Alter wie Eis in der Sonne schmilzen. Die Frage einer wirksamen Bekämpfung der Preissteigerung ist die entscheidende soziale Frage in diesem Land. Und da braucht es eines klugen Miteinanders von Sozial-, Finanz- und Wirtschaftspolitik. Und da versagt die Ampel in dramatischer Weise. Herr Heil schlägt vor ein soziales Klimageld. Er nimmt ein Wort aus dem Koalitionsvertrag, das dort übrigens etwas ganz anderes meint, nämlich die Rückgabe der Steigerung der CO2-Bepreisung. Er weist dann da doch darauf hin, eigentlich zuständig sei Herr Habeck und Herr Lindner, aber er sei verantwortlich. So auf den Unterschied von Verantwortlichkeit und Zuständigkeit hingewiesen, sagt Herr Lindner, er freue sich auf Finanzierungsvorschläge von Herrn Heil. Herr Heil hat übrigens bisher einen gemacht. Herr Lindner solle endlich seine Arbeit machen, sagt er. Herr Lindner sagt daraufhin, die Vorschläge von Heil passen nicht, sind zu bürokratisch und im Übrigen mache er steuerfinanzierte Umverteilungstöpfe nicht mit. Meine Damen, meine Herren, der Bundeskanzler spricht von einer konzertierten Aktion gegen Preissteigerung. Statt eines Konzerts bietet sein eigenes Kabinett ein klägliches Stimmengewirr, meine Damen, meine Herren. Das ist das Gegenteil von einem harmonischen Konzert. Und wenn Sie weiter bei der Preissteigerung versagen, dann nützt auch ein höherer Mindestlohn nichts. Und ich sage sehr deutlich, wir stehen nicht gegen einen Mindestlohn von 12 Euro. Wir stehen nicht dagegen, das haben wir hier immer gesagt. Und im Übrigen, wenn Sie weiter so versagen bei der Preissteigerung, ist das zu wenig. Aber wir reichen nicht die Hand für die Entmündigung der Sozialpartner. Und weil Sie stolz Andrea Nahles zitiert haben, als die Mindestlohnkommission eingesetzt wurde, hat Andrea Nahles vor einem politischen Mindestlohn gewarnt, weil dieser, so Andrea Nahles wörtlich, der Willkür und dem Populismus Tür und Tor öffnet. Und wenn Sie Geschichtsklitterung betreiben, eine Mindestlohnkommission hat ein CDU-Bundesparteitag 2012 vorgeschlagen. So ist es gekommen. Wir sagen Ja zu einem angemessenen Mindestlohn, aber Nein zur Schwächung der Sozialpartnerschaft. Herzlichen Dank. Ja, und das heißt im Ergebnis, dass die Unionsfraktion sich zumindest wahrscheinlich mehrheitlich, wie es angekündigt ist, enthalten wird, wenn es um die Abstimmung um die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns geht. Ja, Hermann Gröhe hat es angesprochen. Das Bürgergeld ist noch sozusagen ja auf dem parlamentarischen Weg. Allerdings hat die Ampel bereits einen weitgehenden Verzicht auf Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger bei Auflagenverstößen beschlossen Mitte Mai. Das hatte er ebenfalls angesprochen. Katrin Michel jetzt für die SPD. Kolleginnen und Kollegen, ich war schon gerade ein bisschen sehr verwundert, was Herr Gröhe hier gerade so vom Stapel gelassen hat. Als Gewerkschafterin würde ich natürlich sofort unterschreiben, dass wir immer gute Tariflöhne haben. Das würde aber bedeuten, dass mehr Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich den Tarifgemeinschaften anschließen müssen. Und da gucken wir mal in den Osten, wie da die Quote ist, wie viele überhaupt von Tarifverträgen leben können. Und solange wie das so ist, brauchen wir einen Mindestlohn. Das zum Anfang. Eigentlich wollte ich mit einem Dank beginnen. Ein Dank an meine Mitberichterstatterin, an die Sprecher, an die Referenten,
an die Mitarbeitenden, an das Haus von Hubertus Heil, weil wir haben wirklich in den letzten Wochen intensiv und gemeinsam und vertrauensvoll in der Ampelkoalition zusammengearbeitet. Das macht Mut auf mehr und dafür herzlichen Dank. Wir reden heute im Einzelplan 11 über 161 Milliarden Euro, kein Pappenstiel. 161 Milliarden Euro als Investition in unseren sozialen Zusammenhalt, der den Kitt unserer Demokratie und unseres Sozialstaates bildet. Und von den 161 Milliarden sind 160 Milliarden alleine für die Renten vorgesehen und 42 Milliarden Euro für Leistungen nach SGB II und III. Nur so viel. Es ist uns gelungen, für den Etat Arbeit und Soziales im Vergleich zum Regierungsentwurf zusätzlich 963 Millionen einzustellen. Und mit der ausgewogenen Finanzierung dieses Einzelplans sorgen wir dafür, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und auch die nachgeordneten Behörden erfolgreich seinen Aufgaben nachgehen können. Dazu gehört im Kern eine gezielte Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, um anlassbezogen und flexibel reagieren zu können, aber auch im Besonderen vorausschauend agieren zu können. Ziel dabei ist es, dass so viele Menschen wie möglich einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Und Ziel ist es, dass in der Arbeitswelt faire Bedingungen gelten und der Arbeitsschutz den hohen Anforderungen nach Sicherheit und Gesundheitsschutz Rechnung trägt. Und obwohl sich die Rahmenbedingungen permanent ändern, müssen sich die Menschen in einer alternden Gesellschaft auf den Sozialstaat verlassen können. Der Sozialstaat muss sie vor Lebensrisiken schützen und verlässlich bleiben. Und damit der Sozialstaat leistungsfähig und verlässlich bleibt, müssen wir klug haushalten. Ja, kluge Haushaltspolitik bedeutet für mich, vorausschauend und nachhaltig zu handeln, Finanzen da auszugeben, wo es am nötigsten ist, aber auch da zu sparen, wo es möglich ist. Und wir übernehmen mit diesem Haushalt Verantwortung für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Aber gerade und besonders für diejenigen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Wir übernehmen mit diesem Haushalt Verantwortung dafür, dass die Zeitenwende finanziell und sozial sicher gestaltet werden kann. Und wir übernehmen Verantwortung für diejenigen, die bei uns Zuflucht suchen. 100 Tage Krieg. Putin führt ihn verabscheuungswürdig gegen die Ukraine. Und er ganz allein trägt die Schuld dafür, dass mehr als 6,5 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Mehr als 600.000 haben bisher Zuflucht in Deutschland gesucht. Putins Krieg lässt Lieferketten stocken, Energiepreise und Lebenshaltungskosten in die Höhe schnellen. Und die Sorge, dass erneut in größerem Ausmaße Arbeitsplätze in Gefahr sein können, ist allgegenwärtig. Und auch wenn vom Arbeitsmarkt gegenwärtig positive Signale ausgehen, müssen wir vorbereitet sein. Und darum ist für unsere Volkswirtschaft existenziell, dass wir das Kurzarbeitergeld weiter vorhalten. Auch der demografische Wandel und der überall zutage tretende Fachkräftemangel erfordern weiterhin größte Anstrengungen. Und darum ist es so wichtig und für uns auch ein großer Erfolg, dass wir für die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen veranschlagten 400 Millionen Euro um 200 Millionen auf nun 600 Millionen Euro erhöhen konnten. Die Menschen können sich sicher sein, den Sozialstaat an ihrer Seite zu haben. Denn in Summe haben wir 10 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, damit Arbeitssuchende schnell wieder in Lohn und Brot kommen. Und darüber hinaus fließen 105 Millionen Euro zusätzlich aus dem Ergänzungshaushalt für die berufsbezogene Deutschsprachförderung, sodass in Summe 450 Millionen Euro zur Verfügung stehen, um denjenigen, die aus der Ukraine zu uns flüchten müssen, die Möglichkeit zu geben, schnell unsere Sprache zu lernen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine zügige Integration in unseren Arbeitsmarkt und übrigens Grundlage dafür, dass diese Menschen auch gemäß ihrer Qualifikation anständig und fair bezahlt werden. Ein besonderes Anliegen war uns die Unterstützung der Künstlersozialkasse. Meine Mitberichterstattenden haben da schon drauf Bezug genommen, denn in der Tat, die Künstlerinnen und Künstler sind ganz besonders von der Krise, von der Pandemie betroffen gewesen. Und es war uns ein Herzensbedürfnis, sie jetzt zusätzlich mit 59 Millionen Euro zu unterstützen, damit eben der Abgabesatz für die Sozialversicherung stabilisiert wird.
Uns Berichterstattenden der Ampel liegt auch der Härtefallfonds ganz besonders am Herzen. Bislang konnten sich leider die Bundesländer noch immer nicht auf einen Beitrag zur Kofinanzierung einigen. Wir halten im Haushalt einen Titel vor, um einen Gerechtigkeitsbeitrag für jene Menschen zu leisten, die durch den Rentenüberleitung der Nachwendezeit Nachteile erlitten haben. Und kürzlich habe ich mich gemeinsam mit meinen Mitberichterstattenden an alle Ministerpräsidentinnen der Länder gewandt und sie nachdrücklich um Unterstützung dieser Angelegenheit gebeten. Eine Einigung in dieser Sache muss schnellstmöglich herbeigeführt werden. Sie ist längst überfällig. Und die Betroffenen erwarten völlig zu Recht eine Lösung. Und das eher vorgestern als übermorgen. Aus Respekt vor den Menschen lösen wir heute ein zentrales Versprechen ein und beschließen die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Ja, viel zu viele Menschen werden noch mit Niedriglöhnen abgespeist. Und wir haben es vorhin gehört, es ist jeder Fünfte, der davon profitiert. Und nur um mal mit ganz genauen Zahlen zu arbeiten, in meinem Heimatlandkreis Bautzen sind das 33.500 Personen. 33.500 Personen, die davon profitieren. Das sind 26% der Arbeitnehmerinnen, nur um das mal darzustellen. Für uns ist ganz klar, sozialer Zusammenhalt und gute Arbeit haben für uns Priorität. Gerechte Löhne, auskömmliche Renten und soziale Teilhabe sind die Voraussetzung für ein gutes und selbstbestimmtes Leben. Diesen Fokus werden wir ganz klar auch für die kommenden Haushaltsverhandlungen beibehalten. Herzlichen Dank und Glück auf. Katrin Michel war das für die Sozialdemokraten. Ja, insgesamt profitieren zwischen 6 und 7 Millionen Arbeitnehmer von der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. René Springer für die AfD jetzt. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Man kann über den Sozialhaushalt nicht debattieren, ohne nicht über zwei zentrale Problemfelder zu sprechen, die Sie hier regelmäßig ignorieren und auch heute wieder geschickt umtänzeln. Das ist einmal die Inländerfeindlichkeit der Bundesregierung. Und das ist auf der anderen Seite die Auswirkung der Migration bezogen auf den explodierenden Sozialhaushalt hier. Merkels illegale Grenzöffnung ist nun 7 Jahre her. Und schauen wir auf die Zahlen, sehen wir, dass heute 900.000 Menschen aus den Top 8 Asylherkunftsländern Hartz IV beziehen. Das sind die Hälfte aller Migranten aus den Top 8 Asylherkunftsländern. Ja, 400.000 sind in Beschäftigung, 200.000 davon in unterqualifizierten Jobs. Und wenn man das umrechnet, stellt man fest, dass auf eine Fachkraft aus diesen Ländern 4 Sozialhilfeempfänger kommen. Und sie ändern an dieser Politik überhaupt nichts. Sie machen einfach weiter so. Und meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als staatlich organisierte Veruntreuung von Steuergeld. Die Rechnung dafür bezahlen die Arbeitnehmer in diesem Land. Die Arbeitnehmer, die nach OECD-Angaben die zweithöchste Belastung mit Steuern und Abgaben weltweit tragen. Und anstatt die nun zu entlasten, die es verdient haben, bauen sie gerade unseren Sozialstaat radikal um und führen ein Grundeinkommen für Asylbewerber ein. Asylbewerber sollen zukünftig nach Vorstellung der Bundesregierung direkt in Hartz IV durchmarschieren können. Das bedeutet eine rundum sorglos Versorgung inklusive Klassenfahrt für die Kinder, inklusive Rundumversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und dann gibt es obendrauf auch über das Entlastungspaket der Bundesregierung auch noch eine Einmalzahlung von 200 Euro. Meine Damen und Herren, obendrauf kommt dann auch noch, dass die Sanktionen abgeschafft werden für Hartz-IV-Empfänger. Das heißt, wenn jemand die Teilnahme an einem Deutschkurs ablehnt, eine berufliche Qualifikation ablehnt oder eine zumutbare Arbeit, dann bleibt das zukünftig ohne Konsequenzen. Es gibt also einen Freifahrtschein für Hartz-IV-Empfänger. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Nackenschlag für all die Mindestlohnempfänger in diesem Land, die am Ende des Monats trotz eines Vollzeitjobs oftmals weniger in der Tasche haben als ein Hartz-IV-Empfänger. Und obendrauf, auf diese ganze Last, auf die Koffer, die getragen werden, kommt jetzt noch die Inflation. Arbeitnehmer haben momentan, werden erdrückt von der höchsten Inflation seit den 70er Jahren, seit der Ölkrise. Jeder Siebte muss sich höher verschulden. Jeder Zweite sorgt sich inzwischen um seinen Lebensunterhalt. Und die einzige Antwort, die die Bundesregierung hier zu bieten hat, sind 300 Euro einmalig als Entlastung. Und diese 300 Euro müssen auch noch versteuert werden.
Das ist ein Witz, meine Damen und Herren. Diejenigen, die den Laden hier am Laufen halten, die Ihnen die 10.000 Euro Diäten im Monat finanzieren und Ihnen, Herr Minister, die 30.000 Euro, die Sie im Monat bekommen, die lassen Sie jetzt bei der Inflation ins offene Messer laufen. Und die Rentner, und die Rentner haben Sie gleich völlig vergessen. Eine Mutter mit drei Kindern bekommt in Deutschland, oder alle Mütter mit drei Kindern bekommen in Deutschland durchschnittlich eine Rente von 751 Euro. Denken Sie drüber nach, 751 Euro durchschnittlich. Ein illegaler Migrant, der in Deutschland lebt, hat zwischen 800 und 1.000 Euro Hartz-IV-Anspruch. Der Migrant bekommt 200 Euro einmalig aus dem Entlastungspaket und die Mütter in Rente bekommen nichts, gar nichts. Sie sollten sich schämen hier im Haus, dass Sie das mittragen. Und das ist nichts anderes als inländerfeindliche Politik, nichts anderes. Das Haus brennt durch die Inflation. Das Haus brennt durch die Inflation und Sie kippen jetzt obendrauf auch noch einen Brandbeschleuniger. Denn die Bundesregierung hat kraft eigener Wassersuppe entschieden, aus dem Ölembargo auszusteigen. Das heißt also, kein Öl mehr aus Russland, kein Öl mehr nach Leuna, kein Öl mehr nach Schwedt. Russland verkauft derweil sein Öl nach Asien und macht sogar noch mehr Profite, weil der Ölpreis steigt. Meine Damen und Herren, die Folge wird sein, dass Benzin und Diesel in Ostdeutschland, in Deutschland insgesamt teurer werden, dass die Versorgungssicherheit gefährdet wird und dass vor allem Zehntausende Jobs gefährdet sind. Und Herr Minister Heil, ich erwarte eigentlich von Ihnen, dass Sie nach Schwedt fahren und nach Leuna fahren und den Beschäftigten dort erklären, warum Sie zu Kanonenfutter in einem Krieg werden, den Russland wahrscheinlich gewinnen wird. Ganz einfach. Fahren Sie hin und erklären Sie das den Leuten. Diese Leute verlieren ihren Arbeitsplatz umsonst. Meine Damen und Herren, die inländerfeindliche Politik der Bundesregierung ist nicht alternativlos. Wir haben als Alternative für Deutschland mehrere Vorschläge unterbreitet, schon im Oktober letzten Jahres, was man besser machen kann. Entlasten Sie die Arbeitnehmer, erhöhen Sie Pendlerpauschale, senken Sie die Mehrwertsteuer auf Sprit, Gas und Heizöl, damit das Fahren und das Tanken wieder bezahlbar ist. Reduzieren Sie die Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln auf Null, damit man das Essen wieder bezahlen kann. Und vor allem stoppen Sie die Gelddruckerei und Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Ganz zum Schluss. Stoppen Sie die Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Wir schießen Russland vielleicht in ein Knie, wir schießen uns aber in beide Knie. Das kann nicht das Ziel einer interessengeleiteten deutschen Politik sein. Dankeschön. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Beate Müller-Gemecke. Herr Springer, Ihre Hetze ist widerlich und unerträglich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Demokratinnen und Demokraten! Zum 1. Oktober wird er nun definitiv kommen, der Mindestlohn in Höhe von 12 Euro. Das ist notwendig, denn der Mindestlohn ist die unterste Haltelinie. Und die macht nur dann Sinn, wenn die Beschäftigten in Vollzeit auch tatsächlich davon leben können. Mit dem neuen Mindestlohn heben wir also rund 6 Millionen Beschäftigten über die Armutsschwelle. Der Niedriglohnbereich wird damit wieder ein Stück weit kleiner. Und genau dieses Ziel verfolgen wir schon lange. Die Arbeitgeberseite sieht das wenig überraschend anders. Auch in der Anhörung wurde wieder erzählt, die Erhöhung per Gesetz sei ein schwerwiegender Angriff auf die Tarifautonomie. Und Kollege Rühl, Sie sprechen ja von Schwächung der Sozialpartner, von Entmündigung. Das Gegenteil ist aber der Fall. Im unteren Lohnbereich ist die Tarifautonomie gar nicht mehr existent. Hier gibt es kaum noch Tarifverträge. Und das führt doch dazu, dass die Menschen von ihren Löhnen nicht mehr leben können und dass die Löhne auch schon gar nicht mehr zur Absicherung im Alter reichen. Und wenn sich immer mehr und mehr Arbeitgeberinnen von der Tarifautonomie verabschieden, wenn es immer weniger Tarifverträge im unteren Bereich gibt, wenn die Arbeitgeber immer weniger Tarifverträge im unteren Bereich abschließen, dann muss die Politik eben eingreifen und politisch die untere Haltelinie anpassen. Nicht die Erhöhung des Mindestlohns, sondern die Flucht aus der Tarifbindung ist ein Angriff auf die Tarifautonomie.
Euro Mindestlohn kommen auch genau zur richtigen Zeit. Der Angriffskrieg von Putin und die extreme Abhängigkeit von fossiler Energie aus Russland lassen eben die Lebensmittel- und Energiepreise steigen. Kleine Einkommen schaffen das nicht mehr, und deshalb entlasten wir ja die Menschen mit verschiedenen Maßnahmen. Und auch der neue Mindestlohn wird an dieser Stelle helfen und entlasten. Beim Mindestlohn geht es uns Grünen aber vor allem um Gerechtigkeit. Denn Arbeit muss fair entlohnt werden und auch vor Armut schützen. Alles andere wäre in einem so reichen Land wie unserem einfach nicht akzeptabel. Den Mindestlohn gibt es aber nur im Doppelpack mit den Minijobs. Natürlich wissen wir, dass es hier große Probleme gibt. Viele Minijobberinnen wissen zum Beispiel gar nicht genau, welche Rechte sie überhaupt haben. Und deshalb versuchen wir auch gerade bei der Umsetzung der EU-Transparenzrichtlinie noch weitere Verbesserungen zu erreichen. Und wir wissen auch, dass es für Beschäftigte im Minijob, und das sind vor allem Frauen, nicht wirklich attraktiv ist, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu wechseln. Und deshalb kletten wir jetzt die Hürde im Übergang zu den Midi-Jobs. Das ist wichtig, denn viele Frauen wollen eigentlich aus dem Minijob und mehr arbeiten. Und genau das werden wir natürlich unterstützen und ermöglichen. Ja, und um das Gesetz aber wirklich abzurunden, müssen vor allem auch noch die geplanten und notwendigen steuerlichen Verbesserungen auf den Weg gebracht werden. Wir werden definitiv die Steuerklasse 5 abschaffen und damit den Wechsel hin in reguläre Beschäftigung attraktiver machen. Und damit ist jetzt die FDP am Zug. Und ich freue mich darauf, wenn möglichst bald ein Entwurf aus dem Finanzministerium vorliegt. Aber jetzt, heute, freue ich mich erst einmal, dass ich endlich über 12 Euro Mindestlohn abstimmen darf. Und dann bringen wir als nächsten Schritt wirklich ein Bundestariftreuegesetz auf den Weg. Vielen Dank. Beate Müller-Gemmecke war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und die Grünen hatten die Forderung nach 12 Euro gesetzlichem Mindestlohn auch in ihrem Wahlprogramm stehen, nicht nur die SPD. Für Die Linke spricht jetzt deren stellvertretende Fraktionsvorsitzende Susanne Ferschel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir als Linke kämpfen seit vielen Jahren für die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, und deswegen stimmen wir heute dem Gesetz der Bundesregierung auch zu. Aber wenn Sie ehrlich wären, würden Sie das Gesetz nicht nur Mindestlohnerhöhungsgesetz, sondern auch prekäre Beschäftigung Ausweitungsgesetz nennen, denn Sie verstecken hinter diesem schönen Namen die gleichzeitige Ausweitung von Minijobs, und das lehnen wir entschieden ab. Und darüber lassen wir heute auch getrennt und namentlich abstimmen, denn Wahlkampfversprechen sind das eine, aber wie heißt es so schön, an den Taten werdet ihr sie erkennen. Und es ist mittlerweile mehrfach belegt, Minijobs verdrängen reguläre Jobs, sie sind nicht sozial abgesichert, man kann von ihnen nicht leben, und insbesondere Frauen verbleiben nach wie vor in der Teilzeitfalle. Minijobs sind und bleiben arbeitsmarktpolitisch und gleichstellungspolitisch ein völliger Irrweg. Der Preis für die Erhöhung des Mindestlohns ist also sehr hoch. Sorgen Sie als Bundesregierung dann wenigstens dafür, dass die 12 Euro bei den Menschen auch ankommen. Millionen Beschäftigte werden schon jetzt um den ihnen zustehenden Lohn betrogen. Und um das deutlich zu machen, was das bedeutet: Wir reden hier über Beschäftigte mit Armutslöhnen, die selbst um die mickrigen 9,82 Euro pro Stunde noch geprellt werden. Und das ist doch wirklich skandalös. Und Sie glauben doch nicht im Ernst, dass bei einer Erhöhung dann weniger betrogen wird. Das Gegenteil wird der Fall sein. Deswegen brauchen wir mehr und wirkungsvollere Kontrollen. Und ich habe mit Kolleginnen und Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gesprochen. Das sind diejenigen, die für die Kontrollen zuständig sind. Und ich habe sie gefragt, was braucht ihr für eure Arbeit? Und sie haben gesagt, sie brauchen eine tagesaktuelle, manipulationssichere Arbeitszeiterfassung. Genau das, was Sie wieder aus Ihrem Gesetzentwurf rausgestrichen haben. Damit nehmen Sie Mindestlohnbetrug billigend in Kauf. Und das ist völlig inakzeptabel, meine Damen und Herren.
und an die Adresse derjenigen, die hier immer rumnölen und behaupten, die Erhöhung des Mindestlohns sei ein Eingriff in die Tarifautonomie. Eine kurze Erklärung, warum wir eine gesetzliche Lohnuntergrenze brauchen. Es war die Politik einer ganz großen Schwampel. Ja, sie waren alle daran beteiligt, von Rot über Grün über Gelb bis nach Schwarz, die prekäre Beschäftigung gefördert und die Gewerkschaften geschwächt hat. Und deswegen ist es jetzt nötig, dass wir eine Lohnuntergrenze haben und brauchen. Und deswegen ist es auch notwendig, dass die anvisierte, konzertierte Aktion nicht dazu führt, dass man Gewerkschaften wieder Lohnverzicht predigt, weil wir brauchen genau das Gegenteil, wir brauchen ordentliche Lohnerhöhung. Bei aller Kritik abschließend, der Mindestlohnerhöhung ist eine gute Sache. Legen Sie jetzt bei den Kontrollen nach. Unsere Vorschläge dazu finden Sie in unserem Antrag. Und dann haben Sie uns auch hier als Unterstützung an Ihrer Seite. Vielen Dank. Ja, Susanne Ferschel hat noch mal begründet, also es wird nachher tatsächlich eine geteilte Abstimmung geben, wenn es um das Mindestlohngesetz geht, weil die Linke eine Teilung beantragt hat, weil sie ja nicht einverstanden ist mit der Ausweitung der Minijobgrenze, mit der Ausweitung der Geringfügigkeitsgrenze bei Minijobs, um ganz genau zu sein. Lukas Köhler jetzt für die FDP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Damen und Herren, wir diskutieren einen großen Haushalt, aber wir diskutieren ja vor allen Dingen in dieser Zeit unheimlich viel über die Zeitenwende. Es ist ein sehr breiter Begriff, ist viel genutzt von jedem und sehr ausgiebig immer wieder vorgekommen. Es hat einen großen, weiten Kontext, aber dass die Zeiten sich in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik wenden, das ist schon länger der Fall. Und das ist es, worauf wir uns vorbereiten müssen. Und das ist es, wo die Ampel mit diesem Bundeshaushalt, aber auch mit den unterschiedlichen Gesetzen, die jetzt vorliegen, gerade den richtigen Weg eingeht. Nämlich den Weg zu mehr Nachhaltigkeit, den Weg zu einer besseren Sozialpolitik, zu einer gerechteren Sozialpolitik, aber auch zu einer Sozialpolitik, die dem Einzelnen die Möglichkeit schafft, aufzusteigen. Weil das ist es am Ende, was die Leute wollen. Und darauf freue ich mich, dafür kämpfen wir. Und das, muss ich sagen, macht auch viel Spaß mit den Koalitionären. Wir sehen aber auch, es gibt einen gigantischen Druck auf das Sozialsystem. Wir sehen, wie viel Gelder aktuell nötig sind. Und wir sehen vor allen Dingen, wie der demografische Wandel sich in den nächsten Jahren auswirken wird. Und deswegen müssen wir uns darauf vorbereiten, die Systeme tragfähig zu machen. Und dazu gehen wir heute die ersten Schritte. Das ist gut. Wir haben mit dem Nachholfaktor in der Rente, ein System für die Nachhaltigkeit, die wir jetzt einführen werden und die dafür sorgt, dass die Renten zumindest auch für kommende Generationen noch nicht perfekt sind, aber dass die Steigerung der Beiträge nicht ins Uferlose ausläuft. Und das Ziel, das dabei besteht, und das ist ja die Frage der Solidarität und Gerechtigkeit gegenüber allen Menschen, auch gegenüber kommenden Generationen. Das hat übrigens das Bundesverfassungsgericht mal festgestellt, dass wir auch Nachhaltigkeit gegenüber kommenden Generationen walten lassen müssen. Das ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Es gibt noch andere gute Punkte, die hier aufgeschrieben werden und die wir heute durchbringen werden. Aber ich bin schon etwas verwirrt, Frau Lösch und Frau Ferschel. Sie haben ja gerade das Problem beschrieben, der Tarifautonomie. Und die Frage diskutiert sozusagen mit der Erhöhung des Mindestlohns, würde damit diese Tarifautonomie aufgehoben. Naja, der Punkt ist nicht, dass wir einen Mindestlohn einführen. Damit haben wir auch als FDP unseren Frieden gemacht. Es ist auch jetzt richtig und sinnlogisch, dass wir weiterhin den Mindestlohn haben. Das Problem ist aber, und das ist die Herausforderung, der angesprochene Überbietungswettbewerb. Und das Problem ist, das haben Sie, Frau Lösch, in Ihrer Rede eben dargestellt. Sie haben nämlich schon jetzt gesagt, ja, 12 Euro reicht uns nicht. Wir brauchen 17, glaube ich, war das. Wir brauchen weitere 18, 19. Und der Überbietungswettbewerb, den wir hier immer wieder auf den Plan bringen, der entsteht dadurch, dass man eben politisch steuern will, wie hoch der Mindestlohn ist. Es ist jetzt, auch da haben wir unseren Frieden mitgemacht, den Weg gegangen worden, nicht mehr in Verhandlungen den nächsten Schritt zu machen an einer Stelle, aber wir haben auch dafür gesorgt, dass das nicht weiter der Fall sein wird. Und das ist auch richtig so. Wir haben aber vor allen Dingen etwas Zweites gemacht. Wir haben dafür gesorgt,
dass nach 9 Jahren das erste Mal wieder die Mini- und Midi-Jobs die Grenzen angehoben werden, sodass die Leute mehr Geld verdienen können und nicht weniger arbeiten müssen, sodass Menschen, dass über 7 Millionen Menschen in Deutschland jetzt eine bessere Perspektive haben, mehr Geld verdienen können, dass diese Menschen es endlich hinbekommen. Und dazu braucht es die FDP, weil das letzte Mal war auch unter FDP-Regierung, dass wir das hingekriegt haben, dass diesen Menschen es jetzt besser gehen wird. Und das ist der Weg in den Aufstieg. Wir haben eine Zeitenwende am Arbeitsmarkt. Die Menschen können arbeiten, sie wollen arbeiten, und wir müssen sie dazu bringen und dazu befähigen, das zu tun. Das tun wir an dieser Stelle, das tun wir mit diesem Haushalt, das tun wir aber auch die ganze Zeit. Und das ist der richtige Weg. Deswegen vielen herzlichen Dank. Lukas Köhler, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Liberalen, ja, und zwangsläufig sozusagen hat die FDP in den Koalitionsverhandlungen ja schon zugestimmt, dass die Ampel den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen wird. Für die FDP gab es dann sozusagen den Aufschlag im Gegenzug für die Höhersetzung der Geringfügigkeitsgrenze und auch das ganze Jahr flexibel in Zukunft zu gestalten, sollte der Mindestlohn weiter ansteigen. Kolleginnen und Kollegen, eine der wichtigsten Aufgaben der Politik ist die Schaffung von Vertrauen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen darauf vertrauen können, dass der Staat mit Augenmaß in ihrem Sinne handelt. Sie müssen darauf vertrauen können, dass wir als Abgeordnete unser Möglichstes tun, die Rahmenbedingungen für gute Arbeit zu schaffen. Gute Arbeit, das bedeutet nicht nur faire Bezahlung, sondern auch sichere Arbeitsplätze. Der Kassierer, die Kellnerin, die Reinigungskraft, die Küchenhilfe, der Friseur, alle haben zu Recht die Erwartung, von ihrer Arbeit leben zu können. Das ist soziale Marktwirtschaft. Und genau aus diesem Grund hat die unionsgeführte Bundesregierung 2015, lieber Herr Heil, den gesetzlichen Mindestlohn eingeführt. Ziel war und ist der Schutz der arbeitenden Bevölkerung vor Lohndumping. Und dies gilt. Dies gilt auch und gerade in der momentanen Situation. Mit den deutlich gestiegenen Preisen wird der Einkauf oder die Stromrechnung zu einer großen Belastung für viele in unserem Land, insbesondere Geringverdiener. Und deshalb ist eine Lohnuntergrenze von 12 Euro pro Stunde auch richtig. Soziale Marktwirtschaft bedeutet aber auch, dass Löhne nicht vom Staat geregelt werden. Die Tarifautonomie ist in Deutschland im Grundgesetz verankert. Und genau deshalb war uns bei der Einführung des Mindestlohns wichtig, diesen von den Sozialpartnern gemeinsam in einer politisch unabhängigen Kommission verhandeln zu lassen. Der staatliche Eingriff in die Tarifautonomie sollte einmalig sein. Aus gutem Grund sollten Löhne nicht politisiert werden. Und da lohnt es sich, dieses Zitat von der ehemaligen Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, übrigens ihres Zeichens ehemalige SPD-Vorsitzende, zu wiederholen. Die sagte, ein politisch festgelegter Mindestlohn würde, Zitat, Willkür und Populismus Tür und Tor öffnen. Und recht hat sie. Denn wenn wir uns auf diesen Weg einlassen, können wir Überbietungsgefechte von SPD, Grünen und Linken in den nächsten Wahlkämpfen erwarten. Und ich bin dankbar, dass der Kollege Köhler das eben auch erwähnt hat. Zumindest bei der FDP herrscht diese Einsicht. Denn was bedeutet das? Ein Überbietungswettbewerb würde bedeuten, dass über kurz oder lang Arbeitsplätze gefährdet werden würden. Und das lehnen wir klar ab, denn das wäre weder im Sinne der Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber. Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der Fraktion Die Linke? Nein, danke. Lieber Herr Heil, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie in Ihrer Rede noch mal unterstrichen haben, wie wichtig Vertrauen ist. Und ich muss festhalten, damals hat die SPD versprochen, den Lohn nicht politisch festzulegen. Und heute bricht die SPD dieses Versprechen.
Deshalb und genau deshalb haben wir einen Entschließungsantrag eingebracht. Wir erwarten von der Ampel eine Klarstellung, dass dies ein einmaliger Vorgang ist. Darauf müssen die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes vertrauen können, denn es geht auch darum, dass die Entscheidungen von heute nicht die Arbeitsplätze von morgen gefährden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, laut Deutschland-Trend von gestern muss sich fast die Hälfte aller Menschen in Deutschland aufgrund der Inflation stark einschränken. Und entscheidend ist deshalb auch, dass am Ende des Tages mehr Geld im Portemonnaie übrig bleibt. Hier muss also deutlich mehr passieren, zum Beispiel eine wirksame Anpassung der Einkommensteuer. Da können Sie sich mal unseren Antrag anschauen, da steht alles drin. Und wenn ich mich recht erinnere, waren die Kollegen von der FDP auch einmal dafür. Und wir sind sowieso einigermaßen erstaunt darüber, dass die FDP bei diesem fundamentalen Systemwechsel mitmacht. Aber Sie haben sicher selbst zu bewerten, was Ihnen das Vertrauen Ihrer Wählerinnen und Wähler wert ist. Wir als Union wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger guten Gewissens darauf vertrauen können, dass wir die Rahmenbedingungen für gut bezahlte und sichere Arbeitsplätze schaffen. Und genau deshalb sagen wir voller Überzeugung, ja zu 12 Euro Mindestlohn, aber ein klares und kraftvolles Nein zu politischen Löhnen. Vielen Dank. Ja, Ottilie Klein hat hier noch mal beschrieben, das ist ja in der Debatte schon angeklungen, die Union wird also hier dem Mindestlohn der Erhöhung nicht zustimmen. Sie hat einen eigenen Entschließungsantrag vorgelegt und möchte, dass es nochmal schriftlich fixiert, dass klargestellt wird, dass zukünftig die Festlegung des Mindestlohns wieder durch die Mindestlohnkommission erfolgt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele vor mir haben es bereits gesagt, die Preise und längst nicht mehr nur die Energiepreise steigen. Viele Bürgerinnen und Bürger, insbesondere mit kleinen Einkommen, Familien mit Kindern, Menschen, die besonders belastet sind, alle sie haben schon unter der Pandemie ganz besonders gelitten und tun das jetzt umso mehr. Viele haben Angst um ihre Zukunft, um unsere Zukunft insgesamt. Und viel zu viele müssen sich die Frage stellen, ob das Geld noch für Obst, die Fahrt zur Oma, das Heizen oder den Schulausflug reicht. Was wir also brauchen, um gut durch diese Krise zu kommen, ist als allererstes ein starker gesellschaftlicher Zusammenhalt und soziale Stabilität, die Hoffnung für die Zukunft gibt. Was wir brauchen, ist mehr soziale Gerechtigkeit. Und liebe Freundinnen und Freunde von der Unionsfraktion, eine Gesellschaft, in der niemand zurückgelassen wird, wenn der Wind mal schärfer bläst, in der alle mitgenommen werden, das geht eben nicht mit Appellen und nicht mit Sonntagsreden, sondern es erfordert politisches Handeln. Wir müssen diese soziale Frage unserer Zeit beantworten, und das tun wir. Und das haben wir schon in der Vergangenheit bewiesen, dass auf uns Verlass ist. Mit den Überbrückungshilfen haben wir Unternehmen geholfen, mit der Kurzarbeit konnten Hunderttausende Arbeitsplätze gerettet und die Einkommen stabilisiert werden. Im Übrigen wurde damit auch die Basis für die anstehende Rentenerhöhung gelegt. Das fällt eben nicht vom Himmel, und das regelt auch nicht der Markt, sondern das ist allein politisches Handeln. Deswegen habe ich dich ja auch angeguckt. Und das tun wir jetzt auch mit den Entlastungspaketen 1 und 2, und das sind 30 Milliarden gut investierte Euro, zum Beispiel in eine vierköpfige Familie mit geringem Einkommen, die allein durch den Kinderbonus, die Energiepauschale um rund 650 Euro entlastet wird. Und das ist wichtig und richtig so. Und auch heute handeln wir wieder und beschließen, den Mindestlohn zum 1. Oktober auf 12 Euro zu erhöhen. Ich hatte diese Woche, und das war sehr schön, endlich wieder Schülergruppen aus meinem Wahlkreis zu Besuch. Unter anderem eine Abschlussklasse der Theodor-Heuss-Schule, Azubis, die Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte werden. Sie haben mir erzählt,
dass wenn Sie dieses Jahr nach Ihren Prüfungen in Ihren Beruf einsteigen, dann werden Sie von den 12 Euro Mindestlohn, von unserer Mindestlohnerhöhung profitieren. Denn bisher liegen die Gehälter für Sie meistens deutlich unter 12 Euro. 3 Jahre anstrengende und fordernde Ausbildung und dann mit weniger als 12 Euro in den Beruf einsteigen, das ist unanständig. Und auch deswegen ist es gut, dass wir mit den 12 Euro eine neue Anstandsuntergrenze für Löhne in Deutschland einführen. Wir erhöhen damit das Einkommen von 6 Millionen Menschen. Wer Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, verdient bisher brutto, der Minister hat es gesagt, rund 1.700 Euro, dann rund 2.100. Das ist eine Lohnerhöhung von 22% und trotz hoher Inflation ein echter Kaufkraftzuwachs. Ein Mindestlohn von 12 Euro ist aber mehr als das. Wir lösen heute eine Zusage, ein Versprechen ein. Mehr Respekt. Mehr Respekt für diejenigen, die Tag für Tag dafür sorgen, dass der Laden läuft, die Großes leisten für kleines Geld, die dafür sorgen, dass es uns gut geht und dass wir bekommen, was wir brauchen. Verkäuferinnen und Verkäufer, Helferinnen, Helfer in der Landwirtschaft, Paketboten, Friseurinnen und Friseure und viele, viele andere mehr. Deswegen. Die Erhöhung des Mindestlohns ist ein Akt der Notwehr gegen sinkende Tarifbindung und unanständige Löhne. Wer Vollzeit arbeitet, muss davon in Deutschland auch gut leben können. Aber Herr Kröhe, 12 Euro Mindestlohn sind nicht das Ende unserer Vorstellung. Wir wollen wieder mehr Tarifbindung in Deutschland. Und auch das geschieht leider nicht ohne politisches Handeln. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag aufgeschrieben, öffentliche Aufträge des Bundes werden zukünftig nur an die Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Richtig so. Lohndumping darf eben kein Wettbewerbsvorteil sein. Und so stärkt man die Tarifpartnerschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Krieg wird morgen nicht vorbei sein, die Energiepreise werden kurzfristig nicht wieder sinken und die hohe Inflation wird noch ein Stück weit anhalten. Dazu kommen die Herausforderungen durch die Transformation unserer Industrie, durch die Digitalisierung und durch den Umbau unserer Energieversorgung. Es ist an der Zeit, dass wir nicht nur von heute auf morgen denken, sondern ein langfristig wirkendes Instrument entwickeln, das die Kosten der Veränderung hin zu einer zukunftsfähigen und klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft abfedert und gerecht verteilt. Deswegen bin ich Sozialminister Heil für seinen Vorschlag eines sozialen Klimageldes außerordentlich dankbar. Ein soziales Klimageld, sozial gestaffelt für alle Singles mit einem Einkommen unterhalb 4.000 und bei Paaren unterhalb 8.000 Euro. Denn wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen das Geld nicht. Das Geld muss dort ankommen, wo es besonders gebraucht wird, bei den kleinen, bei den mittleren, bei den normalen Einkommen. Und ich bin mir sicher, dass unser Finanzminister, wie im Entlastungspaket beschlossen, schnellstmöglich eine Auszahlungsmöglichkeit über die Steuer-ID schaffen wird. Dafür schon mal ein herzliches Dankeschön. Wir wollen unser Land, unsere Demokratie krisenfest machen durch gute zukunftsfähige Arbeit und mit einem starken Sozialstaat, der den Bürgerinnen und den Bürgern den Rücken stärkt und frei hält und das Leben ein wenig leichter macht. Ich freue mich darauf, in der Ampel weiter zu arbeiten. Glück auf. Mark Ziegler war das für die SPD-Fraktion und der Mindestlohn, der heute beschlossen wird, übrigens haushalterisch ist ja gar nicht teuer. Es ist ein recht günstiges Projekt für den Staat zumindest, denn die Hauptlast tragen die Unternehmen und der Staat verdient sogar noch sozusagen, bekommt Geld. Bundesminister Heil rechnet mit einem Plus von 1,4 Milliarden Euro im Jahr aufgrund des höheren Mindestlohns, beispielsweise weil höhere Sozialbeiträge ja gezahlt werden. Ich muss ganz offen ausdrücken, das ist nicht das, was ich mir unter einem parlamentarischen Diskurs vorstelle. Aber vielleicht müssen Sie uns ja auch einfach diffamieren, um davon abzulenken, dass Sie nach 16 Jahren führend in der Koalition das Wohlstandsversprechen für die Bürger in Deutschland nicht mehr einlösen. Und die Ampel macht es noch komplett kaputt. Wir als AfD, wir stehen jedenfalls dafür, dass man sich von seiner Hände Arbeit tatsächlich noch ein ganz gutes Leben leisten kann, dass man eine Familie gründen kann und dass man die Familie auch ernähren kann. Und dieses Wohlstandsversprechen, das wird von Ihnen allen leider zunehmend gebrochen. Wie wir sehen an den Statistiken,
Die Hälfte der Leute wissen nicht mehr, wie sie rumkommen sollen. Drei Viertel im unteren Einkommenssegment. Und da sind wir genau beim Thema des Gesetzentwurfs, dem Mindestlohn, den Sie ja auf 12 Euro per Gesetz erhöhen wollen. Und auf der einen Seite ist das in gewisser Weise richtig, weil wir haben eine sehr, sehr hohe Inflation dank der Gelddruckerei der EZB. Und es ist in gewisser Weise angemessen, auf 12 Euro hochzugehen. Aber es ist gleichzeitig natürlich sehr gefährlich. Denn wenn wir einen gesetzlichen Mindestlohn haben, der so stark steigt, dann treiben Sie natürlich auch die Lohnpreisspirale. Dann werden die Preise also noch weiter steigen. Und irgendwann wird es von 12 auf 14 auf 15 gehen. Das ist nicht die Lösung des Problems. Sie doktern an einem Symptom herum. Und wissen Sie, warum wir überhaupt Mindestlohn brauchen, Frau Schmidt? Das liegt insbesondere daran, dass schon die schwarz-rote Koalition, aber Sie auch, Millionen Leute, Hunderttausende illegaler Migranten ins Land geholt haben, deren Lohnperspektive natürlich genauso bodenlos ist wie ihr Qualifikationsniveau. Und weil es dann eine entsprechende Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere der Niedrig- und Unqualifizierten, gibt, geht natürlich der Lohn für alle nach unten. Und dann kommt natürlich wieder Ihr sozialistischer Korrektivgedanke, das dürfen wir nicht zulassen, davon kann man nicht leben, also brauchen wir einen Mindestlohn. Ich sage, ein gesunder Markt bräuchte keinen Mindestlohn. Ein gesunder Markt hat nämlich Regeln und er hat Grenzen. Und deswegen brauchen wir entsprechend Grenzen für unseren Arbeitsmarkt und unsere Sozialsysteme. Und wir brauchen auch ein Ende dieser Inflation. Und das geht mit einer Währung, die auch Grenzen hat. Wir dürfen nicht den Euro retten, whatever it takes. Wir müssen den Wohlstand unserer Bürger retten, whatever it takes. Und dafür steht die AfD. Und es hilft auch nichts, die Auswüchse des Sozialstaats zu kaschieren, wie Sie das im Mini- und Minijob-Bereich versuchen. Was ist es denn anderes, als dass beim Minijob im Endeffekt es so aussieht für den Arbeitnehmer, als würde er keine Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen haben? Ja, die zahlt halt dann der Arbeitgeber dafür umso mehr. Aber wissen Sie was? Die Sozialbeiträge, die werden nicht niedriger dadurch, dass man sie kaschiert, sondern die werden nur dann niedriger, wenn wir zusammen eine Politik machen, dass Steuern und Abgaben sinken, dass die Löhne steigen, dass wir rausgehen aus einem Euro, der uns verarmt, dass wir reingehen in eine Währung, die uns stark macht. Das bringt Produktivität, das bringt Wachstum und das bringt wieder Wohlstand für alle. In unserem Land haben Sie herzlichen Dank. Ja, während der Bundestag hier den letzten Einzelplan des Haushaltes debattiert, kann ich Ihnen noch mal, weil dieser Tag ja doch sehr außergewöhnlich ist, einen kleinen Zeitüberblick geben. Also die Abstimmung hier zum Einzelplan und zum Mindestlohn wird so ungefähr in einer halben, dreiviertel Stunde beginnen. Dann, das muss ja namentlich sein, weil es eine Teilung der Abstimmung gibt, dazu werden wir später noch mal kommen. Gegen kurz nach 12 wird es dann hier die Schlussrunde für das Haushaltsgesetz 2022 geben. Gegen 14 Uhr dann die Debatte zu dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr und der entsprechenden Grundgesetzänderung. Die einen sind für das Deutsche Reich und die anderen sind für reiche Deutsche. Wir haben jetzt in den Reden beide Varianten gehört, dafür steht die AfD. Zu den richtigen Problemen. Wir haben den Krieg in der Ukraine und die Folgen hier auch zu bewältigen. Große Herausforderungen auch für die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Und wir haben ja auch noch die Klimakrise. Und da hat uns vor ein paar Wochen eine Studie erschreckt, die aufgezeigt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kipppunkt, die 1,5 Grad, schon bald erreicht werden. Sie interessiert das überhaupt nicht. Ich weiß das. Aber das ist für alle anderen ist das ein wichtiges Überlebensthema. Die Grundlagen, das ökologische Gleichgewicht droht ins Kippen zu kommen und das vielleicht sogar schon in 5 Jahren. Das heißt, wir werden massive Anstrengungen brauchen, um diesen ökologischen Umbau hinzukriegen, um die Klimakatastrophe tatsächlich zu verhindern. Und da hat Arbeitsmarkt und Sozialpolitik eine ganz wichtige Rolle, weil wir werden diesen ökologischen Umbau nur hinkriegen, wenn das sozial gerecht vonstatten geht. Und wir haben jetzt heute ein Gesetz verabschieden wir, bei dem wir einen wichtigen ersten Schritt machen. Wir beschließen die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro. Und das ist in der Tat ein großer und wichtiger Schritt, denn wer Vollzeit arbeitet, muss einen Lohn erhalten, der über der Armutsschwelle liegt. Lange lag der Mindestlohn im europäischen Vergleich ganz weit unten. Wir waren da ganz weit hinten in der Rangliste. Und jetzt nähern wir uns den 60%, was als angemessener Mindestlohn gilt, und damit beschließen wir ein wichtiges Mittel zur Eindämmung des Niedriglohnsektors in Deutschland. Und ja, auch ich habe hier am Pult und auch früher als Wissenschaftler immer wieder betont, wie wichtig die Mindestlohnkommission ist. Und das ist auch nach wie vor
richtig so. Aber ich sage Ihnen, vor allen Dingen Ihnen von der Union auch, wenn wir es nicht schon in einem Koalitionsvertrag gehabt hätten, dann wäre doch spätestens bei diesen hohen Inflationsraten es richtig, hier im Bundestag und jetzt zu beschließen, dass der zu niedrige Mindestlohn auf 12 Euro erhöht wird. Das ist ja auch ein wichtiges Mittel, um die Inflationsfolgen zu bekämpfen. Und das ist ein einmaliger Schritt, das haben wir auch immer gesagt. Und in Zukunft ist dann wieder die Mindestlohnkommission gefragt. Und was uns Grünen da wichtig ist, dass dabei aber auch mit berücksichtigt wird, dass damit auch die Armut bekämpft wird, weil der Mindestlohn muss auch vor Armut schützen. Aber Anhebung des Mindestlohns ist ja nicht das Einzige für gute Löhne. Wir wollen die Tarifbindung stärken, das geht dieses Jahr schon los. Wir haben Entlastungspakete gemacht, wo wir Erwerbstätige besonders unterstützt haben, durch die Energiepreispauschale über alle Einkommensgruppen hinweg entlastet, insbesondere geringe und mittlere Einkommen. Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass weiterer Handlungsbestand für Nichterwerbstätige, für Rentnerinnen und Rentner, für Studierende, für Auszubildende und auch bei der Grundsicherung braucht es weitere finanzielle Unterstützung. Und das wird zu beachten sein, wenn es angesichts der anhaltenden Preissteigerung nötig sein wird, ein weiteres Entlastungspaket zu schnüren mit gezielten Entlastungen für die, die es am dringendsten brauchen. Und dafür werden wir uns einsetzen. Und mit dem Haushalt geben wir auch gute Signale. Ich nehme nur zwei Beispiele, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Die Aufstockung der Mittel für den sozialen Arbeitsmarkt und die zusätzlichen Mittel für die Künstlersozialversicherung. Wir setzen Schwerpunkte, wo besonderer Handlungsbedarf besteht und sorgen für mehr soziale Sicherheit. Und das ist erst der Anfang. Wir werden noch in diesem Jahr das Gesetz zum Bürgerinnengeld beschließen, mit dem wir ab dem nächsten Jahr Hartz IV überwinden können. Bis spätestens nächstes Jahr wollen wir einen Gesetzentwurf haben zur Kindergrundsicherung, Frau Lösch. Bis Ende nächsten Jahres, das ist ein bisschen komplizierter. Und dann kommt aber die Kindergrundsicherung, um für alle Kinder das Existenzminimum zu garantieren. Und wir wollen Deutschland zu einer Weiterbildungsrepublik machen, mit der Bildungszeit und einem Weiterbildungsgeld. Ziel der Ampelkoalition ist es, die Menschen im sozialökologischen Wandel zu unterstützen und ihnen die Existenzängste zu nehmen. Dem dient nicht zuletzt auch die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns, über die wir heute beschließen. Und wir bitten um Zustimmung von allen demokratischen Parteien zu diesem Projekt. Vielen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Pascal Kober. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, neben der Verabschiedung des Haushaltes für den Arbeitsbereich Arbeitsmarkt und Sozialpolitik können wir uns heute über die Erhöhung und die Dynamisierung der Minijobgrenze freuen. Sage und schreibe, seit 9 Jahren, seit 2013, ist sie einzementiert bei 450 Euro. Und das bedeutete, dass für viele Menschen in unserem Land die Lohnsteigerungen nicht mit mehr Geld in der eigenen Tasche einhergingen, sondern dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren mussten. Jetzt werden wir die Minijobgrenze erhöhen auf 520 Euro. Wir werden sie dynamisieren in Zukunft. Und das ist eine gute Botschaft für 6 Millionen Menschen in diesem Land. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dynamisieren bedeutet, dass wir sie künftig an die Höhe des Mindestlohns koppeln werden. Mit jeder Anhebung des Mindestlohns wird künftig auch die Minijobgrenze steigern. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine gute Nachricht für all diejenigen, die sich in kleinem Umfang etwas dazu verdienen wollen, die wenige Stunden in der Woche arbeiten wollen. Es ist aber auch eine gute Nachricht für viele Unternehmen und Branchen, die nur durch die Minijobs ihre Stoß- und Randzeiten abdecken können. Das sollten wir alle nicht vergessen, wenn wir zu jeder Tageszeit volle Regale in den Supermärkten vorfinden, wenn wir am Wochenende frische Brötchen beim Bäcker kaufen können oder wenn wir am Abend im Restaurant noch bedient werden. Und liebe Frau Dr. Launert, Sie haben den Fachkräftemangel angesprochen.
dann ist aber auch zu verstehen, dass diese Erhöhung der Minijobgrenze längst überfällig ist, weil sie ein Mittel dafür ist, dass Arbeitszeit ausgeweitet werden kann und damit dem Fachkräftemangel im kleinen Umfang jedenfalls etwas entgegengesetzt werden kann. Und Sie sind seit 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag. Seit 2013 haben Sie bei der Minijobgrenze nichts getan. Auch das sollte hier bemerkt werden. Kollege Kober, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Gerne. In Reihen der Unionsfraktion. Vielen Dank, werter Kollege Kober, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich verstehe ja, dass Sie als Mitglied der FDP-Fraktion sich insbesondere über die Reform der Mini- und Midi-Jobs in diesem Gesetz freuen. Nachdem aber jetzt schon Ihre beiden FDP-Vorredner und auch Sie bisher noch nichts zum Mindestlohn gesagt haben, würde ich gerne einen Kommentar von Ihnen entlocken. So. Also, weil es ein Zitat ist, Frau Kollegin, es ist ein Zitat von Ihrem Kollegen Herrn Vogel, der am 13. Dezember 2017 von diesem Punkt Folgendes gesagt hat. Was aber auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass wir hier eine Politisierung der Lohnfindung bekommen. Das Wesen des Mindestlohns ist doch, dass die Höhe in der Hand der Tarifpartner in der Mindestlohnkommission verbleibt. Erstens, weil es schon grundsätzlich richtig ist, dass wir hier keinen politischen Überbietungswettbewerb bei den Lohnhöhen bekommen. Und zweitens, weil sonst irgendwann Arbeitsplätze gefährdet werden. Herr Kober, ich frage Sie deshalb, hat Ihr Kollege Vogel Unrecht oder haben wir mit unserer Kritik, die auch mein Kollege Gröhe vorhin vorgetragen hat, Recht? Sehr geehrter Herr Kollege Whittaker, schön, dass Sie sich so gut vorbereitet haben. Wenn ich mich recht entsinne, dann hat die Union 2014 einer politischen Festsetzung eines Mindestlohns bereits einmal zugestimmt, um danach eine Mindestlohnkommission arbeiten zu lassen. Insofern ist das, was Sie uns hier vorwerfen, bereits in Ihrer eigenen Geschichte geschehen, da sind Sie in keiner Weise jungfräulich. Ich möchte Ihnen dazu noch sagen, das Wesen dieser Koalition ist es, Fortschritt zu wagen. Und Fortschritt wagen wir und Fortschritt erreichen wir. Dadurch, dass wir uns gegenseitig Dinge geben und nicht nur Dinge nehmen. Und damit schaffen wir es, dass natürlich Projekte auch der Koalitionspartner Eingang finden in einen Koalitionsvertrag und auch in die gesetzliche Umsetzung, die nicht das Herzensanliegen eines jeden in dieser Koalition sind. Es war nicht das Herzensanliegen der SPD oder der Grünen, die Minijobgrenze zu erhöhen. Aber mit dieser Koalition sind Fortschrittsschritte möglich. Und das war in den 16 Jahren bei Ihnen eben nicht der Fall. Und deshalb glaube ich, Herr Whittaker, die Menschen in diesem Land profitieren von dieser Koalition, auch die Wählerinnen und Wähler der Union. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenden wir uns einem der wichtigsten Projekte dieser Legislaturperiode zu, der Reform der Grundsicherung. Wir werden sie nicht nur mit einem anderen Namen versehen, sondern wir werden ihr auch einen anderen Geist geben. Denn in Zukunft wird die nachhaltige Vermittlung im Mittelpunkt dieser Grundsicherung stehen, die wir neu auf die Füße stellen werden. Wir werden nicht mehr nur in Beschäftigung vermitteln, sondern wir werden qualifizieren, um nachhaltige Beschäftigung zu ermöglichen, damit Menschen auch langfristig eine Perspektive haben auf ein selbstbestimmtes Leben. Und lieber Kollege Hermann Gröhe, Sie haben sich ja auch intensiv vorbereitet auf die Debatte, indem Sie also die unterschiedlichsten Äußerungen in dieser Koalitionsregierung zitieren konnten. Aber dann müssten Sie auch so fair sein, sich einmal mit dem Koalitionsvertrag zu beschäftigen. Und da würden Sie sehen, dass auch die neue Grundsicherung, das Bürgergeld, Mitwirkungspflichten haben wird.
Und wenn Sie gut informiert sind, dann wissen Sie auch, dass nach diesem Sanktionsmoratorium natürlich auch diese Mitwirkungspflichten bis zu 30%, so wie zu Ihrer letzten Regierungszeit, sanktioniert werden können. Insofern ist der Alarmismus, den Sie hier versuchen loszutreten, völlig fehl am Platz. Es geht darum, Grundsicherung so in Zukunft zu gestalten, dass die Menschen eine Chance haben, in den Arbeitsmarkt einzutreten und im Arbeitsmarkt aufzusteigen. Und zu diesem neuen Geist der Grundsicherung gehört es eben auch, dass wir mit einem ganz anderen und neuen Blick auf die Menschen schauen. Wir werden den Eingangsbereich in der Grundsicherung dadurch prägen, dass in einem Kompetenzfeststellungsverfahren die Menschen von ihren Kompetenzen, von ihren Möglichkeiten, von ihren Chancen her begriffen werden und nicht von ihren Defiziten. Wir haben ein optimistisches Menschenbild, und das wird sich in dieser Bürgergeldreform auch wieder finden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden den Sozialstaat auch präventiver ausrichten. Wir werden versuchen, dass Probleme schon gelöst werden, bevor sie sich verhärten. Das beginnt natürlich auch schon in der Förderung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien. Wir werden den sogenannten Paragraphen 16h ausweiten, damit auch schon Kinder in jüngeren Lebensaltern von Unterstützungsleistungen erreicht werden können. Das ist wichtig, denn wir wollen keinen zurücklassen und so früh wie möglich die Menschen unterstützen. Wir müssen die Jugendberufsagenturen ertüchtigen. Das ist auch übrigens eine Frage des Datenschutzes. Da sollten wir noch mal darüber reden, auch mit den Ländern, ob es wirklich notwendig ist, hier an allen Ecken und Enden den Datenschutz in den Mittelpunkt zu stellen. Denn es ist am Ende wichtig, dass Schulen und Sozialstaat miteinander kooperieren können, damit die jungen Menschen eine Chance haben, damit die Sozialhilfesysteme von Not erfahren können und entsprechend frühzeitig darauf reagieren können. Wir sind gespannt auf das, was wir gemeinsam gestalten können in dieser Ampel. Kollegin, ich weiß, liebe Union, Sie sind es auch. Wir freuen uns auf die Debatten in den nächsten Sitzungen. Vielen Dank. Pascal Kober war das, der Sprecher für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik der Liberalen. Und die Bundestagsvizepräsidentin Petra Paul, die jetzt die Sitzungsleitung hat, ruft den nächsten Redner hier auf, Marc Diadas für die Union. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, alles wird teurer. Die Preise steigen und der Geldbeutel der Leute wird immer schmaler. Doch von der Regierung kommen nur unüberlegte Vorschläge, die am Ende nicht einmal gegenfinanziert sind. Der Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist mit mehr als 160 Milliarden Euro der größte aller Ministerien. Jeder fünfte Euro fließt an Minister Hubertus Heil. Doch statt Geld vernünftig zur Entlastung der Menschen einzusetzen, bekommen wir im Wochentakt neue Versprechungen, aus denen am Ende leider nichts wird. Richtig ist, den Wohlstand, den Sie heute großzügig verteilen möchten, muss erst erwirtschaftet werden, Herr Minister. Und was machen Sie? Sie wollen ein Bürgergeld einführen. Sie wollen Hartz-IV-Sanktionen abschaffen und ganz neu das soziale Klimageld. Wenn es um neue Ausgaben geht, werden Sie kreativ, Herr Minister. Bei der Frage der Finanzierung bleiben Sie allerdings sehr, sehr vage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Regierung hat sich als Fortschrittskoalition gefeiert. Doch schon heute sehen wir, dass diese Schuldenkoalition in die Geschichtsbücher eingehen wird. Doch die Ironie an ihrer angeblichen Fortschrittskoalition ist, dass sie an ihren ganzen Wahlversprechen nur deshalb festhalten können, weil wir als Union in den letzten 16 Jahren mit der Schwarzen Null dafür gesorgt haben, dass Deutschland überhaupt solide Finanzen hat. Pläne gibt es viele. Aber wie diese bezahlt werden, das lassen Sie offen.
Das angekündigte Entlastungspaket entpuppt sich als Belastungspaket. Studenten leiden unter den hohen Preisen, und Sie entlasten sie nicht. Rentner leiden unter den hohen Preisen, und Sie entlasten sie nicht. Pendler leiden unter den hohen Preisen, und Sie entlasten sie nicht. Seit vergangenem Wochenende gibt es einen weiteren Vorschlag, Herr Minister. Ich habe es gerade eben erwähnt. Sie wollen das soziale Klimageld einführen. Nicht irgendwann, sondern bereits ab Anfang nächsten Jahres. Doch davon wusste der Finanzminister wohl nichts und hat den Vorschlag wenige Stunden später auch gleich wieder einkassiert. Auch die angekündigte Einführung vom Bürgergeld steht nur in den Sternen. In diesem Haushalt, ich habe nichts gesehen, steht nichts drin. Auf alle Fälle hat sich der Minister bemüht, die Hartz-IV-Sanktionen schnell auszusetzen, um den Weg für ein bedingungsloses Grundeinkommen freizumachen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, lehnen wir als Union strikt ab. Im Haushalt von Minister Heil finden Sie nur unkonkrete Konzepte, aber keine Antworten auf die brennenden Herausforderungen, vor denen unser Arbeitsmarkt steht. Während wir einen massiven Fachkräftemangel haben, schafft die Ampel mit dem Sanktionsmoratorium das Prinzip von Fordern und Fördern ab. Dabei sagt der Arbeitsminister noch im Jahr 2018, er sei selbst dagegen, das Prinzip aufzuheben. Herr Heil, das hilft vielleicht der SPD-Basis, aber ganz sicher nicht dem deutschen Arbeitsmarkt. Ihre Prioritäten sind völlig falsch gesetzt. Deshalb schlagen wir vor, sprechen Sie in der Koalition erst einmal miteinander, bevor Sie unabgestimmte Pressestatements zu neuen Vorhaben und Ideen verbreiten. Hören Sie endlich auf mit diesem Ampelgehampel. Setzen Sie die richtigen Prioritäten. Entlasten Sie endlich Studenten, Pendler und Rentner. Statt immer mehr Plänen erwarten die Bürgerinnen und Bürger mehr Planbarkeit. Daran werden wir auch Sie messen, liebe Ampelkoalition. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Martin Rosemann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine erschüttert und beschäftigt uns alle. Die damit verbundene Zeitenwende fordert unsere Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik heraus. Dieser Krieg fordert uns aber auch im Innern unserer Gesellschaft heraus. Er erschüttert unsere Werte, Freiheit und Demokratie. Er verlangt humanitäre Verantwortung für die Flüchtlinge, die vor dem Krieg fliehen. Er fordert von uns die Abhängigkeit gegenüber russischen Rohstoffimporten und generell von fossilen Brennstoffen schneller zu überwinden. Und vor allem auch, er belastet mit Preissteigerungen, vor allem bei den Energiekosten, unsere Bürgerinnen und Bürger. Meine Damen und Herren, die Koalition handelt. Wir haben zwei Entlastungspakete im Umfang von fast 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Wir konzentrieren uns auf diejenigen, bei denen das Geld ohnehin vorher schon knapp war und die sich fragen, wie sie sich das Leben eigentlich noch leisten können. Und während der Oppositionsführer Friedrich Merz am Mittwoch hier gefordert hat, zur Finanzierung der Bundeswehr den Soli für die kleinen und mittleren Einkommen wieder einzuführen, schaffen wir die EEG-Umlage ab, erhöhen, lieber Marc Biadatz, die Pendlerpauschale, zahlen eine Energiekostenpauschale für Beschäftigte, haben einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger und BAföG-Empfänger auf den Weg gebracht, erweitern übrigens die Anspruchsberechtigten beim BAföG, machen die größte BAföG-Erhöhung der letzten Jahre und haben eine Einmalzahlung für Kinder und Grundsicherungsempfänger beschlossen. Das heißt zum Beispiel für Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern in der Grundsicherung eine Einmalzahlung von immerhin 600 Euro. Dazu haben wir den Kindersofortzuschlag von 20 Euro pro Monat und Kind auf den Weg gebracht.
der erste Schritt zur Kindergrundsicherung. Respekt und sozialer Fortschritt, das ist das Versprechen dieser Ampelkoalition. Daran halten wir uns. Deshalb werden wir das Rentenniveau über 2025 hinaus sichern. Das ist ein zentrales Versprechen des Sozialstaats, das wir damit erneuern. Deshalb werden wir die Kindergrundsicherung einführen, damit Kinder frei von Armut in Deutschland aufwachsen können. Und deshalb werden wir das neue Bürgergeld einführen, das auf Augenhöhe unterstützt, das übrigens Mitwirkungspflichten vorsehen wird und deshalb Fördern und Fordern natürlich beibehält, aber das Fördern verbessert, liebe Kolleginnen und Kollegen, und darauf kommt es an. Und deswegen im Übrigen auf viel Zustimmung in den Jobcentern stößt. Der Koalitionsvertrag, meine Damen und Herren, sieht ein Klimageld vor, weil wir die Energiewende sozial gerecht umsetzen wollen. Zur Finanzierung stehen die Einnahmen aus dem CO2-Preis bereit. Und ich bedanke mich bei Minister Hubertus Heil deshalb für seinen Vorschlag für ein soziales Klimageld. Heute beschließen wir die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Oktober auf 12 Euro für alle ohne Ausnahmen und ohne Übergänge. Und wer Ja sagen will zu den 12 Euro, der muss dann auch Ja sagen zu einem Weg, wie man zu den 12 Euro kommt, und muss dem Gesetz auch zustimmen, anstatt sich hier zu enthalten. Dieser Schritt bedeutet eine Anhebung von über 20%. Das bedeutet Respekt für Arbeitsleistung, für diejenigen, die sich für wenig Geld jeden Tag anstrengen. Und es ist ein wichtiger Beitrag, um die Preissteigerungen bewältigen zu können. Und, meine Damen und Herren, wir beschließen heute auch die größten Rentenerhöhungen seit Jahrzehnten, mehr als 5% im Westen und mehr als 6% im Osten. Auch das ist verdient und eine Frage des Respekts. Und damit zusammen beschließen wir eine Erhöhung der Erwerbsminderungsrenten für diejenigen, die zwischen 2001 und 2018 in die Erwerbsminderungsrente gegangen sind, für diejenigen, die von den Verbesserungen der vergangenen Jahre nicht profitiert haben. Ein Thema, zu dem ich mithin die meisten Bürgerbriefe erhalten habe und lange für eine Lösung gekämpft habe. Und deswegen ist es ein Meilenstein, über den ich mich sehr freue heute. Meine Damen und Herren, Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht. Über 500.000 sind in Deutschland. Wir haben eine humanitäre Verantwortung. Es sind überwiegend Frauen, überwiegend mit guter Ausbildung. Viele wollen hier arbeiten und sich einbringen. Und unser Interesse ist, dass sie ihre Qualifikationen und Fähigkeiten hier auch einsetzen können. Und deswegen ist es richtig, dass wir die Flüchtlinge ins SGB II geholt haben, damit sie in den Jobcentern Unterstützung wie aus einer Hand oder aus einer Hand bekommen und damit in Gesellschaft und Arbeitsmarkt integriert werden können. Der Haushalt, den wir heute beschließen, schafft die finanziellen Voraussetzungen dafür, für die Jobcenter, aber auch bei den Sprachkursen. Und mein Dank gilt an die Berichterstatter der Koalition, an Katrin Michel, Andreas Autritsch und Claudia Raffelhüschen, dafür, dass sie sich hier eingesetzt haben. Ich danke aber auch Hubertus Heil und Bettina Stark-Watzinger für ihre Initiative, bei einer schnelleren Anerkennung von Abschlüssen voranzukommen. Ich hoffe, dass das eine Initialzündung ist für unbürokratische Anerkennungsverfahren, aber auch dafür, flexibler auf bestehenden Kompetenzen aufzubauen. Das hilft Menschen, die zu uns kommen, aber auch Menschen, die schon hier sind. Denn Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel sind das größte Wachstumshindernis. Das wird sich in den kommenden Jahren verschärfen, denn uns gehen in jedem Jahr durch die geburtenstarken Jahrgänge 400.000 verloren. Und das werden wir durch Einwanderung mitlösen müssen. Und deswegen bin ich froh, dass die Ampel gesagt hat, jawohl, wir sind ein Einwanderungsland. Aber, Kollege Rosemann, Sie können natürlich weitersprechen, tun das aber jetzt auf Kosten Ihrer Kollegen. Aber das wird, ich komme zum Ende, Frau Präsidentin, aber das wird nicht reichen, sondern wir müssen auch die inländischen Potenziale heben durch Weiterbildung, durch Prävention und Rehabilitation, indem Ältere länger im Arbeitsleben bleiben können. Das ist die Aufgabe dieser Ampelkoalition, einen Sozialstaat zu machen, der den Beschäftigten hilft, damit wir nicht gleichzeitig Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel produzieren, sondern alle eine Perspektive bekommen. Daran arbeiten wir weiter. Vielen Dank.
Martin Rosemann, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der Sozialdemokraten. Und ja, es gibt ja noch einige andere Projekte, abgesehen von Mindestlohn. Bürgergeld ist schon angeklungen, hier mehrfach in der Debatte. Die nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Stefanie Effner. Geht noch ein Stück. Ja, danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist schon interessant, was wir heute hier so alles über das Bürgergeld aus den Reihen der Union zu hören bekommen, was wir denn dort alles angeblich tun. Ja, wir haben uns vorgenommen, mehr Fortschritt zu wagen, und dazu gehört auch ein Aufbruch in der Frage von sozialer Gerechtigkeit. Aber das, was Sie hier tun, Sie spielen ganz bewusst Gruppen gegeneinander aus, indem Sie behaupten, mit dem, was wir vorhaben, würden wir die Mitarbeiterinnen in den Jobcentern für schlechte MitarbeiterInnen erklären. Das Gegenteil ist der Fall an dieser Stelle. Es geht um die Frage, welche Strukturen müssen wir verändern und nicht, wie müssen wir Menschen an dieser Stelle verändern. Denn Mitarbeiterinnen in Jobcentern können ihren Auftrag nur so gut erfüllen, wie wir als Politik ihn tatsächlich auch gestalten. Und genau das ist unser Anliegen an dieser Stelle, das zu verändern, dass es um nachhaltige Vermittlung in Arbeit geht. Und es ist sehr spannend, wie Sie auch in den Anhörungen zum Sanktionsmoratorium immer wieder aus der IAB-Studie kritisiert haben, wie wichtig denn Sanktionen sind, um Menschen in Arbeit zu bekommen. Das ist eine interessante Lesweise einer Studie, in der ich nur Teil 1 verwende und Teil 2 weglasse. Dort steht nämlich, dass es kurzfristig Vermittlungserfolge gibt. Langfristig gibt es sehr wohl auch Nachteile. Und diesen Aspekt unterschlagen Sie in der Debatte immer wieder. Nichtsdestotrotz müssen wir auch die andere Seite beim Bürgergeld uns anschauen, nämlich die passiven Leistungen. Was erhalten Menschen an Grundsicherung? Und die Entwicklung, seitdem wir diesen Koalitionsvertrag unterschrieben haben, hat uns noch einmal viel drastischer vor Augen geführt, wie enorme Belastungen Menschen, gerade die von Armut betroffen sind, durch die Pandemie erlebt haben, wie sich das noch einmal verstärkt hat durch den Angriffskrieg von Putin. Eine Inflation mit 7,9% ist so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Für Lebensmittelpreise wird sogar mit einem Anstieg von über 10% gerechnet. Und deshalb ist es gut, dass wir mit den Entlastungspaketen und den Niederlegungen im Ergänzungshaushalt eine ganze Reihe von Entlastungen beschlossen haben, die meine Kolleginnen hier alle schon dargestellt haben. Klar ist aber auch, das Versprechen des Bürgergeldes auf Würde und gesellschaftliche Teilhabe lösen wir alleine damit noch nicht ein. Wir müssen uns ganz grundsätzlich Gedanken machen über die Regelsätze. Und dafür will ich nur zwei Beispiele nennen. Im Mobilitätssatz sind 40,27 Euro vorgesehen. Bei mir in Pforzheim kostet die Monatskarte für eine Zone alleine 57 Euro. Da bleibt am Ende des Geldes noch ziemlich viel Monat über. Zum Zweiten folgt die Höhe der Regelsätze immer den Preisen vom Vorjahr. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass am 1.1. der Bedarf damit gedeckt ist, so laufen wir doch mit jeder Preissteigerung, die wir im Laufe eines Jahres haben, in eine Unterdeckung des Existenzminimums, die zum Ende des Jahres immer höher wird. Ich freue mich, dass mit dem Vorschlag von Hubertus Heil jetzt etwas auf dem Tisch liegt, wie wir die Regelsätze verändern können. Aber um das einzulösen und die heute hier viel zitierte Zeitenwende tatsächlich zu gestalten, müssen wir die auch in der Haushaltspolitik umsetzen. Denn während mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr eine Kreditfinanzierung ermöglicht wird, wird die Schuldenbremse für die ganzen sozialen Fragen eben nicht aufgehoben. Und auch das ist ein Ziel, was Putin versucht, schon über Jahre
Spaltung in unsere Gesellschaft zu tragen, was noch einmal in sein Kalkül passt durch die Preissteigerungen, die wir jetzt erleben. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die erforderliche Zeitenwende auch in der Haushaltspolitik erfolgt, zumindest mit einem Aussetzen der Schuldenbremse auch 2023 und einer Übergewinnsteuer. Da sagt Stefanie Effner von den Grünen. Allerdings, da muss man wohl noch mal mit dem Koalitionspartner sprechen, denn FDP-Finanzminister Lindner hat ja mehrfach angekündigt, dass die Schuldenbremse im nächsten Jahr wieder eingehalten werden soll. Tatsächlich fragen sich so manche Sozial- und Arbeitsmarktexperten in der Koalition, wie das dann mit den sozialen Projekten aussieht im nächsten Jahr. Wilfried Oehlers jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste auf den Besuchertribünen. Wer bestimmt, wie hoch der Lohn sein kann? Welcher Lohn ist auskömmlich? Und wer kann sich vielleicht alles daran beteiligen, dass die Menschen auch wirklich genug Geld in der Tasche haben? Das sind entscheidende Fragen, die natürlich auch mit dem hier auch heute zu beratenden Gesetz zum Mindestlohn mit der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro durchaus einmal zu fragen sind. Wir als CDU-Bundestagsfraktion, und das sage ich hier sehr deutlich, sind sehr für auskömmliche Löhne. Und es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die Menschen auch gut verdienen, am liebsten sogar auch mehr als 12 Euro. Allerdings ist der Weg dorthin deutlich zu beanstanden. Wir haben damals, als wir die Mindestlohnkommission eingeführt haben, beziehungsweise den Mindestlohn eingeführt haben, fest vereinbart, dass es eine einmalige gesetzgeberische Festlegung des Mindestlohnes geben sollte und dass dann die Weiterentwicklung in die Hände der Mindestlohnkommission gelegt wird. Warum in die Hände der Mindestlohnkommission? Weil wir es damit in die Hände der Tarifpartner legen, dort, wo Lohnentwicklung auch stattfindet und stattfinden soll. Und mit der heutigen Erhöhung verlassen Sie von der Ampelkoalition diesen Weg, den man damals gegangen hat. Und man stellt sicherlich von Ihrer Seite auch in Frage, ob die Tarifpartnerschaft in der Mindestlohnkommission dann wirklich der richtige Weg ist oder ob Sie das in Frage stellen. Natürlich muss es das Ziel sein, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, damit die Menschen möglichst viel Geld in der Tasche haben. Aber da sage ich ganz deutlich dazu, dass es nicht einzig und allein eine Frage der Lohnentwicklung, sondern auch eine Frage, wie sich der Staat vielleicht daran beteiligen kann. Durch die Lohnerhöhung kommt jetzt natürlich eine erhöhte Steuereinnahme und höhere Abgaben in die Sozialkassen hinein. Und der Staat macht sich an der Stelle einen schlanken Fuß, weil er den Weg mit Steuersenkungen oder Senkungen von Abgaben eben nicht geht. Und das ist insoweit nicht redlich, weil sich der Staat hier auch daran beteiligen könnte, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu entlasten. Und vor allem sollte er Wert darauf legen, die Inflation zu bekämpfen. Darüber hinaus ist an dem Gesetz ebenfalls zu kritisieren, dass natürlich die Schwellenwerte bei der Dokumentation angehoben werden. Natürlich muss Dokumentation und Kontrolle des Mindestlohns sein, überhaupt keine Frage. Aber den Schwellenwert auf 4.100 Euro anzuheben, ist doch etwas vermessen, wenn man dabei davon ausgeht, dass man 29 Arbeitstage oder 348 Arbeitsstunden zugrunde legt. Und damit wird natürlich dann auch der bürokratische Aufwand erhöht. Der nächste Punkt, Minijob- und Midijob-Grenzen zu erhöhen, sicherlich zu begrüßen bei 520 Euro, wäre nach unserer Auffassung noch Luft nach oben gewesen mit einer Grenze von 550 Euro. Aber die Aufhebung der Parität bei den Minijobs, das kritisieren wir an der Stelle sehr. Darüber hinaus kommt auch für die Inklusionsfirmen und gerade da, wo Menschen mit Behinderung beschäftigt werden, noch eine ganz entscheidende Frage dazu, wie es mit dem Nachteilsausgleich steht. Das ist eine Frage, Herr Minister Heil, die bitte ich Sie dringendst anzugehen und schleunigst anzugehen, damit die Inklusionsunternehmen nicht im Rahmen der Mindestlohnerhöhung letztlich leiden. Das muss dringend, dringend gelöst werden. Und mit unserem Entschließungsantrag gehen wir genau auf diese Kritikpunkte ein und werden uns daher bei dem Gesetz enthalten.
Darüber hinaus empfehlen wir unserem Entschließungsantrag entsprechend zuzustimmen. In den letzten Sekunden meiner Rede will ich aber doch noch mal einige Dinge zum Haushalt bezüglich Teilhabe politischer Maßnahmen sagen. Wir haben in der letzten Legislaturperiode in der Großen Koalition einiges und wirklich, muss ich sagen, viel Gutes auf den Weg gebracht. Der Koalitionsvertrag hat hier auch viele Projekte angesprochen, aber bleibt an vielen Stellen aber immer noch unklar und ungenau. Und beim Haushalt ist es genauso. Ein roter Faden, der ist hier nicht zu erkennen. Vor allen Dingen ist zu kritisieren, dass der Ansatz bei den Forschungsmitteln zur Untersuchung der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erheblich gesunken ist. Und darüber hinaus sollte man auch schauen, dass man bei der Arbeitsmarktintegration doch auch Haushaltsmittel zur Verfügung stellt. Hier besteht eine große Leerstelle. Und da, wo Sie noch die Kurve gekriegt haben, ist bei den Mitteln für die Bundesfachstelle Barrierefreiheit und die Überwachungsstellen für die barrierefreie IT, die jetzt doch nicht gekürzt werden. Die Herausforderungen an dieser Stelle sind groß. Und ich würde Sie sehr bitten, dass Sie möglichst schnell auch die Aufgabe aus der letzten Legislaturperiode umsetzen, das heißt, die Ansprechstellen einzurichten, damit Menschen mit Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden können. Ansonsten sehen wir Ihren Vorhaben mit Spannung und Erwartungsfroheit entgegen. Dankeschön. Wilfried Oehlers war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, teilweise müssen sich die Redner hier ein bisschen aufteilen. Es wird ja über den Einzelplan beraten und parallel über den Gesetzentwurf zum Mindestlohn. Jetzt hören wir mal, was Bernd Rützel von der SPD dazu noch zu sagen hat. Kolleginnen, liebe Kollegen, wir setzen heute das um, was wir versprochen haben. Wir erhöhen den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro die Stunde, und das ist gut. Wir wissen alle, dass 12 Euro in der Stunde keine großen Sprünge erlauben. Aber es ist eine Erleichterung für viele, die sehr, sehr wenig Geld haben, gerade wenn jetzt die Preise steigen. Und es macht einen Unterschied für 6 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Das, genau das, hat vor 2 Tagen hier an diesem Pult unser Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt. Und ich bin froh, dass wir einen Bundeskanzler haben, der uns nicht nur sicher und souverän und bedacht und zuverlässig durch die Krise führt, sondern dass wir auch einen Bundeskanzler haben, in dem auch noch ein halber Arbeitsminister steckt. Und deswegen bin ich froh, dass wir soziale Politik immer im Blick haben. Und mehr als ein halber, nämlich mehr als ein ganzer Arbeitsminister, ist Hubertus Heil. Und deswegen bin ich froh, dass wir das auf den Weg bringen. Wir werden mit unserer Politik, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, immer die Menschen im Blick haben, denen es nicht so gut geht. Und deswegen ist auch ein guter, ausgestatteter Sozialhaushalt so wichtig, weil er den Menschen dient, weil dieses Geld aber auch sofort wieder in die Wirtschaft fließt und die Wirtschaft stärkt und weil vor allem die Demokratie gefestigt wird damit. Es ist ein Dreiklang von allem, deswegen ist gute Sozialpolitik immer das allerwichtigste Fundament. Und dafür geben wir auch über 160 Milliarden, das ist über oder fast ein Drittel des Bundeshaushaltes, für Sozialpolitik aus. Wir beschließen neben dem höheren Mindestlohn heute auch eine höhere Minijobgrenze. Aber wir verbessern vor allem die Möglichkeit der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, nämlich im Übergangsbereich bei den sogenannten Midijobs. Wir sichern und stecken viel Geld in die Künstlersozialversicherung. Das ist ganz wichtig. Und wir werden heute auch noch mal an dieser Stelle für die Renten etliches tun. Das ist alles ausgeführt worden. Aber zusammenfassend, ein Mindestlohn ist immer nur eine unterste Grenze. Es ist eine unterste Grenze, wo es darunter einfach sittenwidrig ist, Menschen zu beschäftigen. Und ein Mindestlohn ist kein Goldstandard. Goldstandard sind Tarifverträge. Und wir werden alles tun, Tarifverträge zu stärken, eine Renaissance für Tarifverträge zu haben. Die letzten 20 Sekunden von meiner gekürzten Redezeit verwende ich damit, dass ich heute früh einen Bäcker getroffen habe aus Berlin, ein Großbäcker. Und der hat mir heute früh gesagt, beim Mindestlohn ist er mittlerweile schon drüber und er will Tarifverträge. Ja, dem schließen wir uns doch an. Und dafür lohnt sich, gute soziale Politik zu machen. Vielen Dank. Bernd Rützel hier
mit seinen persönlichen Eindrücken dann noch. Auch Hubertus Heil hatte ja schon erzählt von seinem Friseurbesuch gestern und den Reaktionen der Arbeitgeberinnen auf die Erhöhung des Mindestlohns. Stefan Stracke jetzt für die Union. Grüß Gott, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deutschland steht vor gewaltigen Herausforderungen. Krieg, Energieknappheit und Inflation prägen unseren Alltag. Viele kommen kaum noch über die Runden angesichts massiver Preissteigerungen an der Zapfsäule, bei den Heizkosten, Stromkosten, bei den Lebensmitteln. Und angesichts dieser Situation hat in der ersten Beratung zu diesem Haushalt am 25. März Sie, Bundesminister Heil, wörtlich gesagt, Zitat, deshalb haben wir in den letzten Wochen Entlastungspakete auf den Weg gebracht, um Härten abzufedern, nicht mit der Gießkanne, Zitat Ende. Was Sie damals mit der Gießkanne gemeint haben, wird jetzt jeder Rentnerin und jedem Rentner klar. Von der Energiepreispauschale von 100 Euro, 300 Euro haben Sie nichts. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Selbstständige, Beamte, all diese bekommen die Energiepreispauschale von 300 Euro, nicht jedoch die Rentnerinnen und Rentner. Und Verena Bentele, die VdK-Präsidentin, sagt dazu, es kann nicht sein, dass die Bundesregierung diese Generation mit ihren hohen Heizkosten einfach sitzen lässt. Recht hat sie, die VdK-Präsidentin. Die Koalition stärkt mit ihren Entlastungspaketen nicht den sozialen Zusammenhalt an dieser Stelle. Sie schwächt ihn in zentralen Punkten und hat jetzt diese Koalition zum Abschluss dieser Haushaltsberatungen dazugelernt. Am 28. Mai haben Sie, Herr Heil, ein Interview gegeben in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Ich darf daraus zitieren. Zitat, Sie haben die hohen Preise sind für viele Menschen wirklich kritisch. Und dann ein bisschen weiter unten. Wir haben den Rentner, der sich vor der nächsten Heizkostenabrechnung fürchtet. Das kann uns nicht egal sein. Zitat Ende. Wirklich? Wenn es Ihnen nicht egal ist, dann hätten Sie dafür gesorgt, dass die 300 Euro für die Rentnerinnen und Rentner jetzt auch tatsächlich im Haushalt stehen, dass Sie sie bekommen. Wenn es Ihnen nicht egal wäre, dann hätten Sie einen Änderungsantrag als Koalition auf den Weg gebracht. Das ist aber erkennbar nicht der Fall. Herr Heil, werden Sie Ihrer sozialen Verantwortung gerecht? Sie lassen die Rentnerinnen und Rentner in dieser schwierigen Situation im Stich. Das ist das Gegenteil von sozialer Verantwortung. Und statt zu handeln, kommen Sie jetzt mit einem weiteren Vorschlag um die Ecke. Das Klimageld. Nichts als ein Etikettenschwindel. Denn das Klimageld ist keine Inflationsbremse, sondern es ist ein Klimainstrument. Es ist falsch, die CO2-Bepreisung jetzt für weitere Leistungsversprechen zu verwenden. Ihr Vorschlag, Herr Heil, ist ungerecht, unseriös und unverantwortlich. Ungerecht, weil er Kinder nicht berücksichtigt. Er ist familienfeindlich. Er ist unseriös, weil Sie Leistungsversprechen ins Schaufenster stellen ohne Preisschild. Und es ist unverantwortlich, weil Sie damit keinen zusätzlichen Klimaeffekt haben, sondern nur ein neues Ausgabenprogramm produzieren. Der Bürokratieaufwand ist gewaltig. Und deswegen verwundert es Sie auch nicht, dass diese neue Leistungsversprechen aller Heil nicht jetzt kommt, sondern frühestens zum 1. Januar des nächsten Jahres. Aber die Menschen brauchen jetzt die Entlastung. Sie brauchen sie jetzt und nicht erst im nächsten Jahr. Und so verwundert auch die Reaktion von Lindner nicht im Handelsblatt am 2. Juni, in dem er sagt, dieses Klimageld ist nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt. Und zudem nicht so richtig verdacht und nicht so richtig durchdacht. Die Heilsche Entlastung wird also damit eher zu einer Belastung für die Koalition. Und ich habe den Eindruck, dass die Koalition noch kein so wirklich gemeinsames Verständnis darüber entwickelt hat, was jetzt tatsächlich notwendig und richtig ist. Und hier
helfen wir Ihnen an dieser Stelle sehr gerne als Opposition weiter. Wir empfehlen Ihnen, senken Sie die Stromsteuer auf das europäische Minimum hinab. Das ist ein Instrument, das hilft, das entlastet alle Menschen mit geringen Einkommen sogar überproportional, denn sie bezahlen von ihren Gesamtausgaben einen höheren Anteil für Strom. Und Familien werden in besonderem Maße entlastet, da mehr Personen auch mehr Strom verbrauchen. Und es ist unbürokratisch, weil sie einfach nur das Gesetz verändern müssen, die Änderung des Steuersatzes. Und es ist im Übrigen auch ein Beitrag zum Klimaschutz, da strombasierte Alternativen wie E-Autos oder Wärmepumpen gegenüber fossilen Technologien gestärkt werden. Das ist der richtige Ansatz, wenn es darum geht, CO2-Bepreisung, wenn es darum geht, ein Klimageld auf den Weg zu bringen, das wirkt. Machen Sie einfach das, was wir Ihnen vorschlagen. Und ich habe den Eindruck, dass diese Koalition auf einen heißen Herbst zusteuert. Ein heißer Herbst zum einen, weil ihre Entlastungspakete auslaufen, zum anderen immer neue Ausgabenprogramme auf den Tisch gelegt werden und gleichzeitig die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Das kollidiert in gewaltiger Art und Weise miteinander. Wir sind gespannt und wir haben die besten Vorschläge dafür, wie Sie jetzt in dieser Situation agieren. Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Dr. Tanja Machalet das Wort. Sie ist die letzte Rednerin zu diesem Einzelplan, bevor dann über den Einzelplan und auch das Mindestlohngesetz abgestimmt wird. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Stracke, die Punkte, die Sie zum Schluss angeführt haben, da würde ich empfehlen, sich mit diesen Vorschlägen an Bundesfinanzminister Lindner zu wenden. Das sind nämlich alles Vorschläge, die eigentlich nicht direkt mit dem Einzelplan 11 zusammenhängen. Richten Sie Ihre Vorschläge an Sie. Ich komme gleich noch dazu. Aber ich möchte zunächst noch mal festhalten, unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Mittwoch in der Generaldebatte gesagt, in diesen Zeiten, wo große Veränderungen stattfinden, da ist es umso wichtiger, dass sich alle verlassen können auf Sicherheit und Zusammenhalt. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das möchte ich hier zum Abschluss der Debatte schon noch mal festhalten, bildet der Einzelplan 11 mit seinem Gesamtausgabenvolumen von 161 Milliarden Euro ab. Und ich habe mich die ganze Zeit im Verlauf der Debatte gefragt bei den Beiträgen aus der CDU, was wollen Sie eigentlich? Ja? Sie schimpfen hier über die hohen Ausgaben, sagen aber nicht wirklich, was Sie wollen. Das Einzige, woran Sie sich abarbeiten, ist am Sanktionsmoratorium und am Mindestlohn. Ja, das sind Ihre einzigen Punkte, mit denen Sie hier aufwarten. Und im Übrigen spielen Sie sich dann noch als die Partei der Rentnerinnen und Rentner auf. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, klären Sie doch bitte erst mal Ihre Haltung zum Rentenniveau, klären Sie Ihre Haltung zum Renteneintrittsalter und dann können wir weiter darüber diskutieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, In der letzten Zeit wird ja viel über die Spaltung der Gesellschaft gesprochen und von vielen, gerade von der Seite, wird sie auch herbeigeredet. Dieser Haushaltsplan, und auch das möchte ich noch mal deutlich sagen, spricht eine andere Sprache, nämlich die, wie wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter stärken werden. Und oft sind es im Übrigen nicht die großen Positionen, sondern es sind die vermeintlich kleinen Positionen, die im Haushalt abgebildet sind, die wirklich eine große Wirkung entfalten. Ich will hier auf die Bundesagentur für Arbeit hinweisen, die wirklich einen wichtigen Beitrag dafür leistet, für Zusammenhalt. Und das hat sie insbesondere in der Corona-Pandemie beim Kurzarbeitergeld bewiesen mit der Auszahlung. Es war nach meiner Meinung das wichtigste Instrument, um den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch um den Unternehmen Sicherheit in der Pandemie zu geben. Und
Ich will an dieser Stelle wirklich noch mal ausdrücklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Bundesagentur danken. Das war eine herausragende Leistung. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Zum Schluss möchte ich noch auf die 107 Milliarden Euro Zuschuss für die Rente eingehen. Wir haben hier heute Nachmittag noch eine Kollegin. Große Rentendebatte. Ich komme zum Schluss. Auch das sind Leistungen, die wir deutlich unterstützen, denn wir stabilisieren das Rentenniveau. Das sind Gelder für den Grundrentenzuschuss und weitere Rentenarten. Dazu stehe ich, dazu stehen wir, und wir werden das auch weiterhin tun. Ich freue mich auf viele weitere Debatten. Herzlichen Dank. Oh, aber erstmal wird nicht weiter debattiert, sondern abgestimmt. Wir hören mal die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Ich schließe die Aussprache und bitte die Kolleginnen und Kollegen, die noch stehen, sich auch zu setzen, damit ich hier Abstimmungsergebnisse, die wir gleich feststellen wollen, auch zweifelsfrei feststellen kann. Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales in der Ausschussfassung. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU auf Drucksache 2052 vor. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? So, und bei diesem Änderungsantrag der Union zum Einzelplan geht es darum, dass ein bestimmter Haushaltstitel herabgesetzt werden soll. Das ist nämlich Geld, das vorgesehen ist für das Gesetzgebungsverfahren im Übergang zum Bürgergeld. In der Debatte kam das ja auch durchaus ab und zu dann zur Sprache. Und Hubertus Heil vor allem hat gesagt, zum 1. Januar soll das Bürgergeld ja eingeführt werden. Das soll ja letztendlich die Grundsicherung für Arbeitssuchende oder Hartz IV ersetzen. Und dafür, wie gesagt, da die Union das Bürgergeld ablehnt, sagt sie auch, dieser vorbereitende Haushaltstitel soll nicht stattfinden. Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Der Einzelplan 11 ist mit den Stimmen der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der FDP-Fraktion gegen die Stimmen der CDU/CSU-Fraktion, der AfD-Fraktion und der Fraktion Die Linke angenommen. So, nachdem der Änderungsantrag abgelehnt worden ist, jetzt zweite Beratung über den Einzelplan. Ist natürlich angenommen mit Mehrheit der Koalitionsfraktionen. Des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1916 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 1408 anzunehmen. Mir liegen hierzu mehrere Erklärungen nach Paragraph 31 unserer Geschäftsordnung vor. Entsprechend unseren Regeln nehmen wir diese zu Protokoll. Die Fraktion Die Linke hat beantragt, über den Gesetzentwurf getrennt abzustimmen. Und zwar zum einen über den Artikel 7, Änderung des vierten Buches Sozialgesetzbuch, hier Geringfügigkeitsgrenze, und zum anderen über den Gesetzentwurf im Übrigen. Ich rufe zunächst auf Artikel 7. Die Fraktion Die Linke hat namentliche Abstimmung verlangt. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Ich weise schon jetzt darauf hin, dass nach der namentlichen Abstimmung während der Auszählung des Ergebnisses die Sitzung unterbrochen wird. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die Plätze einzunehmen. Das ist schon geschehen. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über Artikel 7. Die Abstimmungsurnen werden um 12.10 Uhr geschlossen. So, jetzt noch mal kurz zur Erklärung, bevor dann die erste Abstimmung hier, zumindest die erste namentliche, erfolgt. Wie gesagt, Einzelplan haben wir jetzt schon sozusagen abgearbeitet. Also das Mindestlohngesetz. Die Linke hat hier beantragt, weil ja in diesem Mindestlohngesetz, wenn Sie die Debatte verfolgt haben, noch mehr drin steckt. Nicht nur die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro, sondern auch die geplante Ausweitung der Geringfügigkeitsgrenze bei Minijobs.
auf 520 Euro. Dagegen spricht sich die Linke aus, weil die Linke sagt, Minijobs an sich würden keine eigenständige Existenzgrundlage sein. Das heißt, keinen Anspruch auf Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld würde man erwerben damit. Und die Linke ist gegen diese Erhöhung und generell gegen die Minijobs und hat deswegen gesagt, wir können nicht über diesen Gesetzentwurf abstimmen, in dem zwei verschiedene Punkte stecken, und hat deswegen eine amtliche Abstimmung über diesen einen Punkt beantragt. Da wird jetzt in der Westlobby, wir haben einige Bilder für Sie vorbereitet, abgestimmt, namentlich, weil man das ja immer noch nicht hier im Plenarsaal macht, sondern in die Westlobby sich vertagt aus Corona-Gründen, damit nicht alle sozusagen gleichzeitig ihre Karten hier einwerfen müssen in die Urnen. Das Ganze ist 20 Minuten geöffnet. Sie haben es gesehen, also es gibt rote Karten und blaue Karten und weiße Karten, wie gesagt. Also, das werden wir natürlich hier für Sie verfolgen. Erst dann wird über den Mindestlohn abgestimmt, das Ganze ungefähr in einer halben Stunde. Dann sind wir wieder hier live für Sie zurück. Ich darf noch darauf hinweisen, gegen 14 Uhr erst wird hier ungefähr über das Sondervermögen für die Bundeswehr debattiert.